Tag, guten Tag, du kannst gerne in Wernigerode bleiben und hoffentlich hier im Weinkeller. Dann saufen wir dich später noch unter den Tisch. So. Na klar, er hat aber schon gesagt, dass Wernigerode wunderschön ist. Also, siehst du? Und wir laufen, bitte. Ich bin auf die Anmoderation jetzt gespannt, um ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, ich finde das gut. Gib ihm Druck. Gut. Er braucht Druck. So, bitteschön. Wir könnten das aber auch einfach so laufen lassen. Das finde ich gar nicht schlecht. Herzlich willkommen bei Invino Verbiva. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich sehr auf Folge 58. Dietmar, Folge 58. Folge 56 mit Zora. Ich muss einen ganz kurzen Rückblick machen. Ja. Meine Frau sagte, wir haben es uns ganz schön hart gegeben, wir beide. Wie? Also wir haben uns gegenseitig hart eingeschenkt. Und, echt? Ja, ja. Und deshalb möchte ich mich bei dir entschuldigen für all die fiesen Sprüche zu deinem Alter. Einmal ganz offiziell, Dietmar, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Muss ich mich jetzt auch entschuldigen? Du weißt ja, Alter ist irrelevant, es sei denn, du bist eine Flasche Wein. Und wir sitzen jetzt an einem Ort, wo wir von vielen Flaschen umgehen sind. Das Ding ist, nicht falsch verstehen. Ja, wir sind heute, das ist total sensationell. Also wer es sehen will, sollte mal auf Insta schauen oder auf unseren YouTube-Kanal. Wir sitzen heute in einem Weinkeller. Ich glaube, noch nie in einem Weinkeller gesessen, außer mit Heiko Antoniewicz im Atlantik. Verdammte Axt. Und wir sitzen nicht nur in einem Weinkeller, wir sitzen in Sachsen-Anhalt, in Wernigerode in einem Weinkeller. Wir waren noch nie in Sachsen-Anhalt. Dietmar, kurz, schnelle Fragen. Ja. Unsere weiteste Reise jemals, die wir hatten? Zürich. Zürich, hast du einen Punkt. Ja. Wie oft oder was ist der Ort, wo wir am häufigsten produziert haben, außer digital natürlich? Hamburg. Falsch. Echt Berlin? Berlin 8-mal, Hamburg 7-mal. Was? Ja. Aha. Und die anderen Bundesländer, wie viele waren es? Wo waren wir noch? Sag's jetzt, sofort, bitte. Du warst in Kassel, du warst in Hessen. Ich war in Kassel in Hessen. Wo waren wir sonst noch? Wir waren, was ist Sylt? Schleswig-Holstein. Wir waren Schleswig-Holstein bei Johannes King, richtig. Mhm. Wir waren? Thüringen. Nein, Thüringen waren wir noch nicht. Dann müsst ihr da hin. Ja, kommen wir auch noch hin. Wen denn? Ja. Weiß ich noch nicht, aber... Ja, finden jemanden, der mir das sehen will. Wo waren wir noch? Berlin, wir waren in Brandenburg und Falkensee. Und? Wir waren in Münster, NRW, bei Titus. Stimmt. So, dann hätten wir das auch. Und haben wir Gäste? Wir haben Gäste, tatsächlich in der Mehrzahl, was bei uns ja nicht so häufig vorkommt. Außer du trinkst ein paar, dann Wir brauchten heute auch zwei, weil wir haben keine Weinprinzessin heute da. Sie fehlt leider, sie ist im Urlaub. Glauben, stimmt, wir haben eine Weinprinzessin dabei. Hallo. Und da hören wir sie schon auch. Und deswegen würde ich einfach sagen, lassen wir sie rein. Ja. Okay, und zwar, unsere Gäste heute sind der Mann, den man mittlerweile schon aus dem Fernsehen kennt, aus Sendungen wie Die Küchenschlacht, wer weiß denn sowas, Ready to Beef beim MDR mit Mach dich ran, Riverboat, Grillenprofi und so vieles mehr. Seine beiden Restaurants Peach und Zeitwerk haben jeweils einen Michelin-Stern. Er sammelt Auszeichnungen wie Michelin-Sterne, die 7 Pfannen, Gourmet-Punkte, 2 Diamanten, Gastgeber des Jahres Falstaff und vieles, vieles mehr. Ein frisches, junges Gesicht der neuen Koch-Ära. Aber er ist auch ein Butterkind, denn diese darf im Kühlschrank nie fehlen. Ebenso ausreichend Zewa-Rollen und Glasreiniger. Er ist ein selbsternannter Pingel und liebt Genauigkeit und Gin Tonic. Ein Soßenkasper. Er besucht eifrig asiatische Restaurants und sammelt neue Ideen. Oma Christa steht über allem. Mit 15 zog er nach einem Motocross-Unfall zu Oma Christa und die hat ihn nach eigener Aussage fit gefüttert. Erst machte er die Lehre zum Konditor, dann zum Koch. Nachdem er Oma Christa gesteht, er möchte sein eigenes Restaurant aufmachen, fällt diese fast um. Stolz präsentiert er seit neuestem das gemeinsame Kochbuch mit Oma Christa, unsere Lieblingsrezepte. Kümmel und Büchsenmais sind nicht seins. Er ist ein Heimspieler, einer, wie er salopp ausdrückt, ein Heimscheißer. Ohne Harz geht es nicht. Zum Chillen könnte er sich zweimal vorstellen, eingeschlossen, versteckt, sich einmal an ein Klavier zu setzen. Ansonsten vielleicht mit einem Boot und einer Angel. Die Beschreibung über den Titel seines Restaurants Zeitwerk fällt ihm selbst nicht leicht und Wernigerode ist ihm nun mal lieber als ein Restaurant in einer Metropole. Alles andere wäre zu viel Fahrerei. Bei einem Soljanka-Tasting würde er die Soljanka seiner Mutter und seiner Oma klar herausschmecken. Das Emotionalste für ihn ist angeblich, seinen Michelin-Stern bekommen zu haben. Und ob sich daran seither was geändert hat, das erfahren wir vielleicht. Und an seiner Seite begrüßen wir den Mann, der immer gern leger im grauen Sakko auftritt. Der erste Sommelier, der seinen Arm und sein Bein mit Reben-Tattoos und Wein gekennzeichnet hat. Manchmal trägt er schon mal einen roten Mittelfinger-Pyjama. Fantasy-Liebhaber, Narnia, Hogwarts, Neverland, Panem, Wunderland zieren seinen Oberarm. Horrorfilme schrecken ihn kaum. The Nun war für ihn eher einschläfernd. Ein Träger auffällig gemusterter Hemden, der Max mit Wein, der über sich selbst sagt, eine Magnumflasche ist perfekt für 2 Personen, wenn einer nicht mittrinkt. Ha, bei mir sind es mindestens 3 Liter Flaschen.
Herzlich willkommen bei In Vino Verbibus, der ein- bzw. zwei Sterne Michelin-Träger Robin Peach und sein unerschrockener Kopfsommelier Max Mittag. Hallöchen. Instagram und Facebook verraten ganz schön viel, wa? Also ich bin echt selten sprachlos. Ja. Aber also, da hat jemand richtig gut recherchiert. Das freut mich. Stasi Horsitschka hat wieder gemacht. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Schön, dass ihr hier im wundervollen Wernigerode seid. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Also sehr gerne, sehr gerne. Wo hattest du jetzt diese ganzen Informationen her? Ja, das ist immer wieder eine Freude, sich die Zeit zu nehmen und einmal mal zu sehen, ne, was findet man raus über die Menschen, was gibt das Internet natürlich her. Und, aber das Schöne sind eigentlich immer die Dinge, Worte oder Sachen, die fallen, die man wahrscheinlich selten mal so von sich gibt. Und bei dir, lieber Max, war es nicht so einfach. Na, weil du bist, sozusagen eher Instagram tätig. Na, und da musste ich mich also durchaus ein bisschen durch Instagram kämpfen. So, und das macht aber ganz große Freude, das aber so auch herauszufiltern, zu suchen, dass es, ich hoffe doch sehr, immer noch sympathisch bleibt. Ja, das war mega, mega sympathisch. Also ein bisschen geplättet, ne? Ein bisschen sprachlos. Ihr solltet eure Handys einmal komplett neu rieten. Ja, ja. Habe ich auch gerade so gedacht. Was kramt da jetzt noch alles raus? Verdammte Scheiße. Damit die Apps endlich wieder raus ist. Ja. Wow. Und die Tinder-Geschichte hast du rausgelassen, ne? Ja, da schweigen wir vor. Ja, ja, ihr meint Max, der ist... Nein, aber es freut mich, wenn ihr da Anklang gefunden habt bei den Dingen. Ist das euer erster gemeinsamer Wein-Podcast heute? Ja. Ja, nee, warte mal, ja. Also das ist unser erster gemeinsamer Abend hier im Keller, wo Podcast-Mikrofone aufgebaut sind. Sonst haben wir schon 1000 Abende gehabt. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. An die ihr euch noch erinnert, zumindest. Naja, oder wo es noch Videos gibt. Was heißt denn du, ja? Hier ist schon der ein oder andere vom Stuhl gerutscht. Oh, stimmt. Oh ja. Das war eine Nacht. Ich hätte auch Videos, falls derjenige zuhört. Ja. Liebe Grüße. Halt nicht bei mir. Bei uns hört kaum jemand zu, ihr könnt Namen nennen. Das lassen wir lieber. Nein, schön, dass wir hier sind. Wir haben eine wahnsinnig tolle Platte hier auf dem Tisch liegen mit großartigem Essen, was wir hier sehen. Also das zeigt schon, dass wir hier an einem Ort sind, wo Kulinarik besonders gepflegt wird. Ich nehme mir jetzt gleich mal Metas Pinsa kann einpacken, der Lose mit seinem Salon auch. Wir kommen ab jetzt nächste Woche hier wieder her, nicht? Gar kein Problem, immer herzlich willkommen. Sieht sehr gut aus eurer Platte. Es gibt ja auch noch zu trinken hier im Keller. Ja, ich habe auch schon gesagt, also wenn wir hier jetzt eingeschlossen werden, kein Problem, ne? Wir überleben lange. Apropos, wir haben 4 Weine heute, weil wir zu viert sind. Lass uns doch einfach direkt heute mal starten und nicht so lange rumdödeln, bis wir anfangen mit dem ersten Wein. Max, ich glaube, du hast das Thema heute ausgesucht, wenn ich es richtig verstanden habe. Worüber reden wir denn heute? Eigentlich so ein bisschen um Vergangenheit und Zukunft, würde ich das Ganze nennen. Natürlich die Speerspitze von Deutschland beim Thema Reben und Wein. Vergangenheit und Zukunft, das ist mit uns beiden, Dietmar. Ja, ja, schön. Du bist die Vergangenheit, ich bin die Zukunft. Oh, schön gesagt. Ja. Nicht, dass ich wieder irgendwer in der nächsten Folge entschuldigen muss. Na gut, die Vergangenheit, womit Deutschland ja berühmt geworden ist beim Thema Wein, ist und bleibt der Riesling. Allerdings, ich glaube, dieses Jahr hat man es wieder ganz gut gesehen, die ganzen Fröste, Frühfröste, Spätfröste. Was das alles mit den Weinreben macht. Das heißt, man macht sich jetzt immer mehr Gedanken über sogenannte Piwi-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, wo man, glaube ich, wirklich viel nachdenken muss, ob das nicht die Zukunft ist und Zukunft sein wird. Was möchtest du? Alter, bist du ein Klugscheißer, jetzt schon. Ich bin kein Klugscheißer, ich bin Besserwisser. Ich hätte auch gedacht, Piwi, als ich das gehört habe, dachte ich, oh, Wein aus Neuseeland. Aber nee. Nee, das ist der Kiwi, der Vogel, aber... und ich glaube, das ist ein Thema, an dem man gar nicht mal vorbeikommen kann. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen Riesling und Piwi, ne? Ja. Perfekt. Super. Oder? Mega. So. Weinfolge ist auch dein Ding. Also, welchen Wummel von wollt starten? Ein von dir, ein von uns? Ja, gute Frage. Ihr startet doch mal. Na, oder? Perfekt. Dann mein Piwi. Okay. Fangen wir mit deinem Piwi an. Mein Piwi. Das ist dieser, ja, ne? Das ist dieser da. Jawohl. Das hört sich auch ein bisschen komisch an. Fangen wir mit meinem Piwi an. Oh! Ja, gut. So. Haben auch ein einfaches Verschlussetikett, das heißt, da kommen wir leicht ran, da brauchen wir nicht lange hier rumkorken. Dankeschön. Jetzt haben wir heute endlich mal wieder einen Profi da, der uns erzählen kann, wie wir den Wein jetzt bewerten sollen, was wir sehen, was wir riechen, was wir hören, was er uns über die Winzerfamilie verrät. Kennst du den Wein, Max? Nö. Aber, wie war das? Keine Ahnung, bei völliger Ahnungslosigkeit oder sowas?
Nee, ich weiß, was du meinst. Deswegen bist du auch dabei. Also ich möchte den Wein nur trinken. Max erzählt euch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr vorher gebrieft worden seid eigentlich. Wir haben ja einen Trinkspruch vorher. Und da es jetzt mein Wein ist, kommt jetzt mein Trinkspruch. Mein Trinkspruch, alte Tradition bei uns, ist ein Kinderreim auf unsere Gäste. Ich muss mich kurz sammeln. Wir tun was für die Podcast-Charts, trinken Wein im Nationalpark Harz. Ganz genau aus Wernigerode kommt diesmal unsere Episode. Von mir ein ganz grandioser Piwi, überfordert meinen Vino-Hiwi. Didi versteht mal wieder nichts vom Wein, so muss ein Sommelier sein Guide heute sein. Kurz nach 12 rufen wir laut Mittag und meinen doch den Max. Und dann ist da noch der Sterne-Dude, versteht echt ziemlich viel von Food. Freu mich so, dass es gleich quietscht. Prost auf Max Mittag, Prost auf Robin Peach. Prost. Ich glaube, das war dein geilster Wissen, ja? Muss ich echt sagen. Oh, danke. Das war mega. Schön vorbereitet. Ja. Das ist, der kommt in Band 2. Band 1 ist kurz vor der Veröffentlichung, Band 2 meiner besten Reime kommt in nächste. So, jetzt kommt das Sommelier an die Reihe. Ach ne, fangt ihr doch einfach mal an. Das ist doch doof, wenn ich alles vorsage. Deshalb wollte ich es ja. Ach so. Vielleicht hast du ja gar keine Ahnung. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. So, schauen wir mal. Also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen geluschert. Ne? Das ist ja Sauvignon Gris. Habe ich lustigerweise letzte Woche bei mir zu Hause angebaut. Sauvignon Gris, eher bekannt in Frankreich, im Bordeaux, im sogenannten Entre-deux-Mer für Weißwein. Um jetzt auch mal Vergangenheit und Zukunft gern besprechen. Bordeaux war früher mehr Weißwein als Rotwein, Tatsache, hat sich dann irgendwann mal geändert. Aber Sauvignon Gris, einer der berühmtesten, glaube ich, internationalen Piwi-Rebsorten, die man mittlerweile im Bordeaux Blancs benutzt, ne? Mit Semillon zusammen und Sauvignon Blanc zusammen. Eine sehr, sehr spannende Rebsorte, schwappt jetzt langsam, glaube ich, auch nach Deutschland. Es gibt schon deutsche Winzer, die Sauvignon Gris machen. Reinsortig eher selten anzutreffen, deswegen sehr spannend, dass wir das jetzt mal reinsortig probieren dürfen. Guck. Eine schöne Auswahl. Hört. Das hab ich gerne für euch getan. Nicht nur das, es ist auch, es passt vom Titel auch, der Wein heißt Auftakt. Auftakt, ja. Ist doch geil, oder? Ja, alles richtig. Mega. Mein Gott, Thomas, ich weiß nicht, was da mit dir los ist. Ja, du bist durchgedreht bei der Anmoderation, ja. Dann noch beim Trinkspruch und jetzt noch die Flasche Auftakt. So. Die wichtigste Frage ist, schmeckt der oder schmeckt der nicht, Max? Das ist im Grunde genommen eigentlich die wichtigste allgemeine Frage. Oder? Ich bleib gerade eher auf dem Spruch hier drauf kleben. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Ist das nicht schön bei einer Piwi-Rebsorte? Mensch. Toll. Wir sind auch richtig heute hier. Oder richtig poetisch. Ja, richtig poetisch. Eine unterwegs. Zukunftsrebsorte. Hört sich schön an. Also, wichtigste Frage, Robin, was du gerade gesagt hast. Schmeckt er dir, schmeckt er dir nicht? Ja, ich bin kein Maßstab, ne? Das muss man, wir haben kurz bevor wir angefangen mit dem Podcast ja gesagt, ich sage das dann lieber im Podcast. Ich kann halt Wein hervorragend trinken. Ja, ich aber habe halt keine Ahnung davon, deswegen ist Max sind wir hier. Zu zweit. Das ist geil. Also ich hatte richtig Schiss vor diesem Podcast und habe oben eben, ob zu Max neu sagt, scheiße, was soll ich denn sagen, wenn... Ich finde es gut, dass es genauso wie es ist, ist. Und mir schmeckt der. Der ist mega. Also der ist wirklich schön, der hat eine schöne Länge. In der Nase hat er ordentlich was zu bieten, also ist jetzt nicht so ein ganz, ganz schlankes Nebenher-Trinkerchen, ne? Sondern du hast schon ein Maul voll Wein. Ja, Maul voll. Maul voll Wein. Ich finde das bei den Piwis ja auch mal so schwierig, dass, weil sie halt alle so neuartige Namen tragen, die irgendwie an die alten Rebsorten erinnern, aber doch nicht die gleichen Namen sind, irgendwie immer noch sowas ja, Ungewohntes haben. Deshalb greift man nicht so schnell zu, obwohl die teilweise, also bei dem, als ich das erste Mal getrunken habe, war ich echt begeistert. Man muss keine Angst vor einem Piwi haben, glaube ich. Und traurig, ganz, ganz viele Winzer in Deutschland, die Piwi anbauen, machen das in irgendwelchen kleinen Ecken, in irgendwelchen Weinbergen, die unbedeutend sind. Es gibt wenige Winzer, die sagen, okay, jetzt wage ich mal den Schritt, nehme mal eine Grand Cru-Lage, reiß da meine alten Riesling-Reben raus und mache da mal eine Piwi-Rebsorte rein. Gibt es selten, aber wer es macht, bisher hatte ich keine schlechten Erfahrungen damit. Jetzt, ich frage jetzt mal, wenn jetzt mal jemand hier einschaltet und das erste Mal mit dabei ist und genauso wie ich keine Ahnung von Wein hat. Ja. Piwi, pilzwiderstandsfähige, was auch immer, Rebsorten, ja, genau. Habe ich verstanden. Boah, das könnte jetzt natürlich richtig peinlich sein, wenn ich das jetzt hier frage. Aber was heißt, kann man das mit jeder Rebsorte machen, dass man die pilzwiderstandfähig hinbekommt? Theoretisch ja. Du hast eine sogenannte Vitis vinifera. Alter. Ich glaube, okay, so tief gehen wir dann mal nicht. Nee. Es gibt die Weinreben wie Cabernet Sauvignon, Riesling, Sauvignon Blanc,
Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder, ne? Stopp. Und alles klar. Gut. Und die, und die kreuzt du mit einer, das ist die sogenannte Vitis vinifera, das ist die Art, die europäische Rebe. Und die kreuzt du mit einer widerstandsfesten Rebe. Das heißt, die Amerikanerrebe, die zum Beispiel widerstandsfähig gegen die Reblaus ist. Oder gegen eine asiatische Rebe. Deswegen ist es zum Beispiel in Deutschland verboten, eine Weinrebe anzupflanzen, die keine Amerikanerrebe unten als Wurzel hat. Oh, ich will doch einfach nur Wein saufen. Na, dann mach doch. Dann frag doch nicht. Das ist ja anstrengend. Das Geilste, also, ja. Ja. Und das Geilste ist ja so, wenn man mich jetzt auch fragt, zum Beispiel, was riechst du, was schmeckst du und so weiter. Und ich denke immer so, ich habe irgendwie schon einen Bezug, ich rieche da irgendwie was und ich wüsste jetzt auch, aber ich kann es nie benennen. Das ist das, was zum Beispiel, glaube ich, ein Sommelier von uns, sagen wir Normalos, unterscheidet. Wenig. Ihr als Sommelier, ihr habt euch darauf trainiert, sofort ja. Bilder zu haben, Früchte, Gewürze, Bodenbelag, Tautropfen, keine Ahnung. Pferdeschweiß. Ja. Pferdeschweiß, Pferdesattel. Genau, aufgeriebener Pferdesattel und so. Ja, genau. 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 abgeriebene Schuhsohle mit Kaugummi-Einlag. Jedenfalls, da fällt mir das immer sehr schwer. Ich kann nur eins sagen, ich finde, der schmeckt mega. Und darauf cool. Kommt es auch an. Man kann hier auch vor den Gästen kannst einen 10-Minuten-Vortrag halten, dass es sich anfühlt, als wärst du gerade auf einem weißen Haflinger im Sonnenuntergang, wo es gerade leicht nieselt und so schmeckt der. Aber wenn der Wein mehr Charakter hat, der ist immer selber so scheiße. So, also am Ende geht es natürlich bei einer Weinbeschreibung schon darum, in welche Richtung geht es, wie viel Säure hat er, wie viel nicht, Tannine, nicht Tannine, wozu passt das, schmeckt er nicht. So, und darum kommt es an. Und Geschichten erzählen. Das ist glaube ich, das, was wir Sommeliers gerne machen und noch machen müssen. Ja. Ich habe es mir in der Recherche sehr leicht gemacht. Ich habe es wirklich leicht gemacht. Auf der ProWein 2024 dieses Jahr wurde er auf den ersten Platz von über 20 Piwis gewählt. Den du jetzt mitgebracht hast? Genau, vom Weingut Abthof, von der Familie Koch ist der. Wird mittlerweile auch in deutschen Botschaften im Ausland. Gibt es 40 Weine, die da ausgeschenkt werden. Er ist einer von denen, also der wurde da auch mit reingewählt, hat bei Falstaff 91 Punkte bekommen. Also der ist schon ziemlich hoch dekoriert zurzeit. Dementsprechend habe ich es mir einfach gemacht, was Anständiges mitzubringen, wenn wir schon Sommelier hier sitzen haben. Der Sauvignon Gris wird mittlerweile auf 91 Hektar in Deutschland angebaut, immerhin. Aber am Ende sind 91 Hektar auch immer noch nicht allzu viel. Von 100, was haben wir gerade, 103.000? Ja, genau. Ja. Genau, aber es kommt langsam und die haben sich komplett mittlerweile den nachhaltigen Reben verschworen. Sitzen in Rheinhessen, also zwischen Niederolm und, das war so ein Kaffee, da waren wir schon mal, Dietmar, Nierstein. Niederolm, mein bester Freund Steffen, du erinnerst dich. Hast du gerade Nierstein einen Kaff genannt? Ja. Nierstein, du erinnerst dich an unsere Folge mit Frank Buchholz? Ja. Da waren unsere Weine her aus Nierstein. Ah. Frank Buchholz, glaube ich, ist immer noch sauer. Aber gut. Hey Frank. Grüße gehen raus. er wird es eines Tages verwinden. Genau. Also wunderbarer, macht cooler, leckerer Wein. Sie sagen ja klimafreundlich, da bin ich auch mal ein bisschen. Bin ich ganz sicher, ob es so klimafreundlich ist. Ich finde eher, würde ich sagen, Zukunftsrebsorte. Hm. Klimafreundlich kannst du was machen, kannst du aber auch lassen. Hm. Also ist ja immer eine Ansichtssache. Ich würde eher sagen, das sind Zukunftsrebsorten vielleicht. Hm. Ist natürlich die Frage, ob das wirklich die Zukunft wird oder nicht oder ob sich das alles bloß verschiebt. Aber, ja, aber ganz ehrlich, wenn man den jetzt trinkt, also du weißt nicht, dass es ein Piwi ist. Ne? Für uns 90% der Bevölkerung, die Wein trinken, die würden jetzt sagen, so geiler Wein. Ja. So, und also darum verstehe ich das. Kostet keine 50 Euro. So, ja. Was kosten die Flasche? Darf man das fragen? Ja, natürlich. So circa. Nein, das kann ja immer sein. Oh, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich habe es mir nicht mehr aufgeschrieben. Ich glaube, der unter 30 war auf jeden Fall. Na gut, das ist für den Endverbraucher viel Geld. Ne? Ja. Aber. Es ist wie so. Schmeckt ja. Geil. Ja. Naja. Nicht meckern, also gute Wahl. Ja? Ja. Guter Auftakt. Guter Auftakt. Guter Auftakt. 100%. 100%. So, ich gucke so mal auf die Mütze, sein. Die der liebe Robin hier haben, Peach mit Soße. Komme ich automatisch auf Büchsen, Mais und Kümmel. Sag mal, hat sich was geändert? Bei Heiko Antoniewicz ist es so, der hat sich mittlerweile mit dem Pfeffer angefreundet. Aber wie ist es mit dir, Büchsen, Mais und Kümmel? Nee. Also, wenn du mich richtig verärgern willst, schenkst du mir das zum Geburtstag. Ja? Schön, aber Kümmel nur im Ganzen? Ja. Ja, und Büchsen, Mais ist ja Büchsen, Mais. Ja, und dazu noch Ziegenkäse. Und Ziegenkäse. Ah, Ziegenkäse auch noch. Boah, das ist einfach nicht meins. Ich kann nicht sagen, warum. Bei so einem Ziegenkäse, ich glaube, das habe ich öffentlich so noch nie gesagt, das schmeckt so, wie wenn ich mir vorstelle, dass man so eine Ziege nimmt und einmal von vorne bis nach hinten drüber leckt.
So ist Ziegenkäse für mich. Ich kann da einfach nicht ran. Kann ich verstehen. Buh. Kann ich verstehen. Auch Kümmel kann ich verstehen. Naja, also, Kümmel gemahlen, wenn, gemahlen ist cool. Geht, aber mit Sauerkraut, ne, wenn du dann immer den Kümmel drin hast. Ich meine, er ist ja gut gegen gewisse Auswirkungen. So, das ist ja, muss man ja sagen. Aber wenn man so drauf beißt auf einen normalen, auf so einen Kümmelkorn. Ja, einfach nicht ist, meins. Ist nicht meins. Obwohl ich ja dadurch, dass ich auch einen Küchenschlacht machen darf, dann kommt man dann nach Hamburg und da habe ich gelernt, dass man da den Helbing. Helbing? Mhm. Ja, den schöner Kümmelschnaps. Ja. Mhm. Ja, ja. Lecker, lecker. Ich wollte gerade sagen, also den und das werde ich nicht vergessen mit dem lieben Christian, der. Hätte ich bis Samstag noch oben gehabt. Der sagte dann so: Wir trinken jetzt erstmal Schnaps. So, ja, gut, immer rein ins. Und dann zimmere ich mir das Zeug hinter, dann habe ich erst kurz so gedacht. Aber irgendwie ist der geil. Vor der Sendung oder nach der Sendung? Während. natürlich nach der Sendung. Nee, hat sich nicht viel erinnert. Bis jetzt. Kann noch kommen. Mm. Geschmack, ja, ich denke schon. Das verändert sich ja im Laufe. Muss auch nicht. Ganz ehrlich, muss aber auch nicht. Ich meine, wenn du jetzt anfangen würdest, irgendwie in deinem Restaurant Tacos zu machen, dann gehört irgendwann Mais dazu, oder? Ja, und zum Angeln. Und ich glaube, da habe ich mich halt einfach überfressen mit Mais. Mais zum Angeln? Ja, klar, wenn du mal einen Karpfen fangen willst, nimmst also, du so Mais. Also, die ganz kleinen Fische, wenn du immer so ein Korn aufspießt? Nö, da fängst du die ganz großen Karpfen mit tatsächlich. Bei Boilies war früher noch nicht so mein Ding, als ich angeln. Nee, du musst dir vorstellen. Schmeißt eine Büchse rein. Nee, aber Oma, Mama, Papa packen dir so eine kleine Brotdose zum Angeln. So, was hast du immer dabei? Zum Fischen halt Mais. Dann ist das Brot irgendwann aufgegessen, dann hast du Knast und dann zimmerst du dir so eine Büchse Mais rein. Und da ich mich einfach so mit überfressen und finde das jetzt einfach so eklig, deswegen mag ich keinen Mais. Verstehe. Machst du irgendwas nicht? Ja, es gibt einige Sachen. Ich überlege jetzt nur gerade, wenn man so speziell sagt, also Rosenkohl habe ich lange Zeit nicht gemocht. Oh, ich liebe ihn. Es hängt halt immer davon ab, wie er zubereitet ist. Also viele können das ja nicht so gut zubereiten, dann ist er bitter. Der kann bitter werden, ja. Ja, aber ich habe in der Schweiz tatsächlich den geilsten Rosenkohl meines Lebens gegessen, muss ich euch sagen. Da war ich in der Schweiz? Ja, in der Schweiz. Bei wem? In Graubünden. Ja, das war bei einer Regieassistentin. Ihr Mann hat das einfach gut zubereitet. Das war so, er war Italiener. An der Stelle sagte letztes Jahr Meta zu uns, soll das schweizerisch sein, was du da sprichst? Max lach. Na, ja, kommst du rüber, ne? Siehste? Ja. Ja, und Meta wollte ja auch, dass ich mich oberkörperfrei mache. Das ist ja eine andere Geschichte. Meta? Ja. Aber das ist eine lange Meter für Meter. Sehr lange Geschichte, die gar nicht stimmt. Meta für Meta wollte sie sehen. Du, und andere Sache, Klavier spielen. Hast mal irgendwann gemacht. Ne, aber das ist so ein schon woher ein weißt Wunsch. Denn du das? Das war der kleine Wohnwagen vor deiner Behausung, wo ich jetzt wochenlang verbracht habe. Ach, du machst das ja so laut, die Schnarchstadt immer nachts. Jo. ich habe in der Schulzeit, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 6, 7, 8 Jahre Klavier gespielt. So der Klassiker, bevor die Lehre einfach losging und dann hattest du leider keine Zeit mehr dafür. Jetzt in der Lehre, oder? Ja, das ist, naja, und so ein bisschen verschiebt sich ja dann auch alles, ne, dann bist halt eher so draußen unterwegs, dann fangen die ersten Partys an und dann hört man vielleicht gar nicht mehr so die klassische Musik, sondern man schwenkt dann um und merkt ganz schnell, dass man das auch gar nicht mehr auf dem Klavier spielen kann, die Mucke, die man jetzt cool findet. Mhm. Und das hat zeitlich halt einfach nicht mehr gepasst. Wenn du dich jetzt hinsetzen würdest, wenn jetzt hier ein Klavier wäre, irgendeins, wo du sagen würdest, das wäre das Ding, was dir immer nur in den Kopf kommt? Ich weiß nicht, ich habe das unlängst gerade ich war in Österreich gerade unterwegs und da stand ein ziemlich geiles Piano. Aber das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, dafür bräuchte man wirklich nochmal ein halbes Jahr irgendwie, um da wieder reinzukommen. Noten spielen war irgendwie nie mein Ding. Also ich habe Noten gelernt, klar. Mhm. Aber ich glaube, ich habe ganz viel aus dem Gefühl rausgemacht. Und zumindest erzählen sie mir das heute noch, dass Frau Nowakiewicz war meine Klavierlehrerin. Die hat halt irgendwann gesagt, so, der braucht nicht mehr zu mir kommen, ich kann ihm nichts mehr beibringen. Aber ich habe es dann leider nicht weitergemacht. Kiewicz? Frau Nowakiewicz hieß sie. Wo kam die her? Wo sie gebürtig herkam, weiß ich nicht, aber die hat in meiner Straße gewohnt, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Das war durch meinen Papa oder mein Stiefpapa bin ich da irgendwie rangekommen, weil die sich kannten. Naja, und ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn du dann irgendwie im pubertierenden Alter bist und dann sagst du deinen Kumpel, ey, ich muss jetzt zum Klavierunterricht. Naja, irgendwann war's das dann. Bei mir war es halt die junge Musikstudentin, die sozusagen mir Klavierunterricht gegeben hat, aber ich habe halt weniger auf die Hände geguckt. Die mit dem Pornowein? Die mit dem Pornowein? Nein, das war dann schon später. Wo hast du die kennengelernt? Bei Tinder?
Nein, das gab damals noch nicht. Gab es in den 80ern noch nicht. Da gab es noch nicht. Harzflirt hier bei uns. Harzflirt. Oh Gott. Harzflirt. Harzflirt. Das harzt. So als App oder noch als Zeitungsgeschichte? Nee, das gab es noch. Am Computer musst du dich anmelden. Ja, und dann hast du dein ICQ weitergegeben. Ah, ICQ gibt es auch nicht. Aber ich bin dafür noch zu jung. Alter, was war ein ICQ? Das sagt mir auch was. Das war so ein Messenger. Ach, stimmt. Den du auf dem Desktop hattest. Scheiße, ja. Das war dann für die Coolen, die keine StudiVZ mehr haben wollten. Ja, als gematcht, oder StudiVZ. Als ICQ für die jungen Leute rankam, war ich mal schon über 30. Ach so, ja. Genau, ja. Der hat dann schon Jappi und sowas gemacht. Mir geht es auch so. Wenn ich auf dem Klavier sehe, muss ich mich ransetzen. Das Problem ist immer nur, dass ich an immer die gleichen Leiern runterjubel, die ich dann schon vor 25 Jahren irgendwann mal gespielt habe, weil ich nichts Neues mir mehr dazugelernt habe. Tja, auf jeden Fall ist es ärgerlich. Ich hätte das einfach weitermachen müssen. Richtig, es ist ärgerlich, aber es ist, wie es ist. Die, sag mal, Interessen gehen dann woanders hin und die sind ja auch nicht verkehrt. Hast du auch was in jungen Zeiten verpasst? Verpasst nichts, aber ich habe früher auch mal ein bisschen Klavier gespielt und hatte Geigenunterricht. Warte mal, du hast gesagt, verpasst nichts. Wenn einer nichts verpasst hat, dann merkst und auch nichts liegen lassen hat. Nein, das stimmt, das habe ich nicht. Nein. Er sieht auch heute nicht mehr so nach Klavier und Geige aus. Oh, danke. Nee, aber wie es dann halt eben so ist, ne, hast du dann auch irgendwann als Jugendlicher keinen Bock mehr und dann lässt es und dann heute beißt dir, glaube ich, ein bisschen in den Arsch, weißt du? Guckst überall, können sie irgendein Instrument spielen und... Das ist schon geil, wenn du irgendwo so sitzt und selbst wenn es einfach nur eine Gitarre ist, so am Feuer, da holt einer irgendwie diese Gitarre raus und spielt ein Lied. Ja, Klavier ist immer schwierig. Ich kann Spotify spielen. Habe ich immer in der Tasche. Aber es wäre lustig, ihr zwei in der Küche und gebt mal euren... Kolleginnen, oder? Ein kleines Konzert, oder? Mit der Stress auf Arbeit, wir singen da erstmal drüber. Ich dachte lange Zeit, ich könnte singen. Ja, das. Ach so, na, wenn man so von sich eingenommen ist, dann. Habe ich das in diesem Podcast einmal gemacht? Und dann? Follower verloren? Ja, das Gesicht von Thomas Bühner sprach nicht dafür, dass ich singen kann. Ach so. Wir haben ihn irritiert, würde ich sagen. Also, ich habe ihn irritiert. Du warst verschreckt, würde ich fast schon nennen. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Wollen wir einen zweiten Wein aufmachen? Ja, na klar. Ich wollte gerade sagen, der erste knallt auf jeden Fall schon. Ja? Echt? Ja, aber das ist schon davon. Wenn ich drauf gieße. Also, von gestern Abend halt. Passiert. Naja. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie feiern. Das ist für mich heute ja so ein bisschen schreck, weil ich die ganze Zeit nur am Spucken bin, weil ich ja noch Auto fahre nachher. Weißt du, wie mir das wehtut? Selbst beigefügtes Leid. Das ist richtig hart, dich anzufangen. Vor allem, weil das auch Geräusch finde ich. Das ist auch das erste Mal, seit wir diesen Podcast machen, dass ich nicht mittrinke. Ja. Oder? Ja. Ja. Daran siehst du aber auch, dass sie es nicht ganz gut vorbereitet haben, wie das eigentlich so läuft, wenn Gäste zu uns kommen. Ja, eigentlich würden wir euch fürchterlich unter den Tisch saufen. Ja. Also, nur zu, ich muss nicht fahren. Es wurde vorhin ja schon mal gesagt, es gab schon Leute, die sind hier unter den Tisch gefallen. Der liebe Herr Wanke klang so seriös mit allem, dass es nicht so klang, als würden wir unter den Tisch gesoffen. Naja, Markus muss natürlich im Vorfeld erstmal seriös sein. Also, er war doch schon selber Opfer. Ja. Frage ist, sollen wir beim Peewee bleiben oder sollen wir... Sinn, ne? Oder? Oder wollen wir doch einen Wildner Cola jetzt trinken? Cola habe ich da, Wildner habe ich auch da. Den guten, 10 Jahre gereift. Habt ihr so ein richtiges Lieblingsgetränk? Oh ja. So ein richtig, und mal Abschuss von Wein jetzt hier. Also ich trinke wahnsinnig gerne Gin Tonic, tatsächlich. Richtiges Lieblingsgetränk. Hast du? Jörg Meier, Gin Basil Smash. Oh, gut. Lecker. Mag ich wirklich gern. Espresso Martini trinke ich gerne. Hm? Meine Frau trinkt wahnsinnig gerne Pornstar Martini. Was ist denn das? Das passt auch zu ihr. Aus der Nummer musst du jetzt rauskommen. Ist das die mit dem Pornowein oder was hat er vorhin gesagt? Schöne Grüße, Martina. Ist, mit einem, das gibt immer so ein kleines Gläschen dazu mit Champagner. Und das ist Maracuja frisch, glaube ich, passiert auch. Ich weiß nicht genau, was noch. Und dann wird der Champagner reingeschüttet. Ich finde es sehr süß. Aber Espresso Martini finde ich schon ganz geil. Und Gin Tonic. Und Almdudler. Okay, erst mal Almdudler. Dann weißt du, was wir heute noch trinken? Ein Almdudler. Nein, Weinbrand-Cola. Ah, das hatte ich in meiner Jugend. In Schleswig-Holstein gibt es Carolus Magnus. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch irgendwo gibt. So ein ganz schlimmer Weinbrandfusel. Und na, ich verrate es heute mal, ist ja ein paar Jahre her. Es ist eigentlich verjährt. Wir hatten mal in meinem Studium, habe ich es geschafft, dass ein Supermarkt diesen Carolus Magnus ins Regal aufgenommen hat. Und dann hatten wir Klausurenabschluss, waren fertig mit allen Klausuren. Und dann haben wir zu vier Jungs waren, wir haben gefeiert und ich habe vorher 4 Flaschen besorgt. Dann habe ich die vollkommen bescheuerte Idee gehabt, jeder Flasche einen Namen zu geben.
Das heißt, die eine Flasche hieß Florian, die andere hieß Friedrich, die andere hieß Jobs und die vierte hieß Thomas. Und natürlich hat das, ohne dass es beabsichtigt war, dazu geführt, dass dieser Abend ein echtes Wettrennen wurde, wer seine Flasche zuerst leer hat. 2 Stunden später habe ich sehr hart gejubelt, weil ich es geschafft hatte. Ich habe gewonnen, ich war Erster. Aber ganz kurze Frage, 2 Stunden? Ja. Ja, aber gut. Das ist nicht ein bisschen lang? Ja, finde ich auch ein bisschen lang. Es war eine Weinbrandflasche, ne? Ja, ja, das ist ja. Nur das Blöde, was dann passiert ist, das war der echte Fehler. Ich habe daraufhin 3 Bier nacheinander noch aufgemacht und auf Ex gekippt, weil ich mich so gefreut habe, dass ich gewonnen hatte. Das war einer der schlechteren Abende meines Lebens. Ja, aber eigentlich... Das ist einer nicht im Training. Ja. Du, aber wenn du mal so einen Abend nur mit Uso verbringst und dabei Jenga spielst, das ist lustig. Oh, auch, ja. Ja. Nee, aber wir haben, Robin und ich trinken sehr, sehr gerne Wildner Goldkrone. Sehr, sehr gerne. Das trinke ich schon seit der Jugend. Ne, auf alle Tage, auf allen Tagen, die mit G enden und Mittwoch. und haben uns dann irgendwann gedacht, na Mensch, das Kinder, man braucht doch auch bei sich auf der Spirituosenkarte so einen schönen persönlichen Touch. Und haben einen Cask Grande XO auf die Karte genommen, das ist ein Weinbrand. Und da steht ganz klein drauf gedruckt oben, Wildner. Also haben wir den guten Wildner Goldkrone bei uns eigentlich auf der Karte. Ja, das ist halt genau so ein Ding, was du gerade gesagt hast. Das haben wir so irgendwie mit meinen besten Kumpels. Ist das so ein Getränk, was wir halt einfach seit, ich wollte gerade sagen, seitdem wir Kinder sind, ist immer ein bisschen, seitdem wir 16 sind, so, da trinken wir das. Das hat sich bis heute festgehalten. Ja. Was ja auch geil ist, dann hast du halt so einen Sterneladen später und hast trotzdem deine persönliche Note da mit drin aus der Jugend. Ja. Ist doch geil. So, was gibt's denn jetzt hier? Was schön ist aus der Saale Unstrut. Man darf doch niemals die Heimat vergessen. Oh. Haben wir auch selten im Podcast. Ich habe immer einen mit. Von wem? Ja, ich vergesse auch, was du mit hast. Oh, wie heißt der noch? Seine Etiketten sind immer mit Bildnissen von seiner Frau. Also die. Der Herr Zimmer. Richtig. Klaus Zimmerling. Richtig. Zimmerling. Das ist aber Sachsen. Anbaugebiet Sachsen. Stimmt. Weil seine Frau ist Künstlerin und er macht alles bloß in halbe Liter Flaschen und ist im VDP. Hast du jetzt die Anbaugebiete durcheinander gebracht? Ist nicht schlimm. Macht nichts, dafür ist ja Max da. Boah, der riecht hart alkoholisch. Also der riecht hart nach Nagellackentferner. Ja, oder so. Finde ich geil. Schlüchtige Säure, tschüss. Nagellackentferner? Ja! Geil. Wir saufen gar keinen Wein übrigens. Wir saufen Nagellackentferner. Ich sehe sofort meine Frau neben mir. Ich wollte gerade sagen, wer sehen will, wie Dietmar gerade seine Finger ins Glas hält, sollte jetzt auf YouTube weiterschauen. Das war Palmolive. Wer kennt die Werbung noch? Ja. Eigentlich ein schöner Übergang, weil da ist Riesling und Muscaris drin, also sowohl eine Piwi als auch die klassische Rieslingrebe. Und das Ganze von guten Freunden von uns, Sigmund und Klingbeil, aus Naumburg, die haben im Keller noch in Bad Bibra. Und das ist so ein bisschen ihre Grand Cuvée. Das ist Muscaris und Riesling, eine Spätlese trocken, gewachsen am nördlichsten Qualitätsweinberg in Deutschland. Das Ganze ist ein Werder an der Havel in Brandenburg, der Werderaner Wachtelberg. Und ist dann da, ja, bitte. Da gibt es 459 Flaschen davon? Ja, komme ich doch gleich zu. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Gut, ich sage, ich mache das, was ich kann, ich sauf den Wein. Ja, ist ja kein Problem. Jagen 2020 ist das Ganze. Spontan vergorene Tonamphore, abgedeckt mit ganzen Trauben, dass da auch nicht so eine große Oxidation stattfindet. Und gefüllt das Ganze auf 459 Flaschen. Das Ganze gibt es auch nur in 459. Wiederholt nochmal. 459. 459, 954 von hinten. und alle 400... Quersumme? Warte, 18. Und alle 459 Flaschen, jetzt wird's schön, gibt es auch nur in 2 Restaurants auf der Welt. Ja, im Zeitwerk und im Peach. Ich wollte gerade sagen. Haben wir die alle? Ja, klar. Also vom Jahrgang 2020. Ne? Wir wollten den Jahrgang, den sie jetzt gerade bei sich online haben, hätten sich 2 3 Restaurants geteilt, Zeitwerk, Peach und das Falco. Mit dem Falco wurde ja nun leider nichts. Entschuldigung. wurde ja nun leider nichts. Deswegen ist er gerade frei verkäuflich. Aber der Wein hat auch ein Gourmillot die Auszeichnung als zweitbeste Weißwein-Cuvée von ganz Deutschland bekommen. Ne? Ja, ist ein sehr, sehr spannendes Sigmund Ding. Sigmund und Klingbeil. Schöne Grüße an Lars Klingbeil an der Stelle. Lars, du bist auch noch dran, hierher zu kommen. Ne? Schwing die Hufe. Ja. Was sagst du als Trinkspruch? Ach ja, das gibt's sowas. Schwierig, weiß ich nicht. Schwierig, also, klingt auch gut. Ich hoffe, du nimmst nicht den ich nachher nehme. Also wenn der Gast schwierig ist, bist du meistens, welcher von den dreien jetzt kommt. Nee, oh Gott, darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet. Weil meistens ist das Glas schon am Mund, bevor ich einen Trinkspruch sagen kann. Was sagst du am Tisch? Prost, Salute.
Ja, gar nichts. Du schenkst ein und fängst länger an zu saufen, damit du mehr aus der Tasche kriegst. Ich werd fürs Trinken bezahlt hier. Das ist ein Spruch. Ich werd fürs Trinken bezahlt, zum Wohle. Zum Wohl. Trinken Sie den nicht leer? Oh, schön rund, schön weich. Ne? Boah. Also es ist lustig. Der riecht, wie du schon sagst, Nagellackentferner oder auch nach so einem anderen. Aber auch ganz viel Gelbes mit dabei. Ja, aber schmeckt total weich. Ja. Trotz 13,5 Umdrehungen. Ne? Genau. Diese alkoholische Härte merkt man auch. Also im Vergleich zu dem eben, der war sehr viel softer und weicher dagegen. Ja, aber dem steht das. Das ist das Schöne. Ne? Das riecht nach so einem Kleber auch. Das ist im Theater immer, weißt du, wenn die Kulissen dann irgendwann gestrichen werden, wo das beklebt wird, dann liegt es auch nach diesem Leim. Also normalerweise könnte man das Tatsache, um jetzt nochmal so ein bisschen fachzusimpeln, als Weinfehler abtun, wenn du zu viel flüchtige Säure hast, also dieses Nagellackentferner und sowas. Ne? Wenn das aber einen stilistischen Hintergrund hat, dann ist es kein Fehler mehr, sondern gehört es einfach zur Stilistik. Ne? Und die arbeiten sehr, sehr viel damit. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, Tatsache, wenn es nicht zu viel und zu überanstrengend ist. Nee, also ich finde, das ist ja das Irre einfach in dieser ganzen Weinwelt. Ne? Du haust die Nase da rein und jeder denkt sich irgendwas. Ja. Jedem fällt irgendwann mal was ein. Und trotzdem schmeckt er dann ganz anders, als du was riechst. Du hast jetzt ja noch 458 Flaschen über. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit fragen soll? Habe ich die schon bezahlt? Die werden bezahlt, wenn wir bestellen. Oh, zum Glück. Keine Sorge. Zu welchem Essen würdest du den geben? Den machen wir gerade bei uns im Peach zu einem, ich habe den Gang schon lange nicht mehr probiert. Bitte Louis, unser Küchenchef im Peach, bitte lünche mich jetzt nicht. Es ist ein Fisch, den wir theoretisch roh lassen. Hamachi. Hamachi. Mhm. Haben wir da gerade Hamachi? Aha. Ja. Mit diesen klassischen asiatischen Soßen. Und da Bisk, glaube ich, dazu. Und dazu, der kann total gut mit Bisk umgehen, der Wein. Wir haben den jetzt seit anderthalb Jahren dauerhaft in der Weinbegleitung, weil sich immer was dazu findet. Hätte ich am Anfang auch niemals gedacht. Der hat ja schon so ein bisschen... Was brummst du hier so? Mensch, weil ich diesen... Wir müssen erstmal dazu sagen, wir essen hier gerade wirklich ein geiles Brett. Also wenn wir ab und zu schmatzen, sorry. Ja. Weil ich den Schinken nicht aus Brot gekriegt habe. Deswegen habe ich den Brot. Und der hat ja schon so ein bisschen auch in der Nase einen Orange-Wein-Charakter, ne? Weil halt eben Teil der ganzen Schalen mit drin waren und der ganzen Trauben. Und ich hätte niemals gedacht, dass der so kompatibel ist mit eigentlich fast jedem Fischgang, den wir bisher hatten seit anderthalb Jahren. Ich glaube, das jetzt ein Kabeljau war mit einer YouTuber Blanc. Dazu war er schon, wir hatten den schon zum Schweinebauch gereicht. Wir haben den jetzt gerade oben zum Hamachi. Das ist erstaunlich. Es gab noch nie eine Lücke, wo er nie dazu gepasst hat. Noch nie. War immer irgendein Gang dabei, wo er dazu passt. Du hast eben das Stichwort geliefert, Weinbegleitung. Ja. Oftmals, wenn wir hier im Podcast Köche fragen, Weinbegleitung ja oder nein, sagen die immer um Gottes Willen nein. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn ich diese Frage jetzt hier in diesen Raum werfe, so genau zwischen euch beide. Ja. Weinbegleitung ja oder nein? Ja. Ja. Das gehört für mich auf jeden Fall mit dazu. Das ist die Kunst, da noch zu einem gut gemachten Essen oder zu einem gut gemachten Gang auch einen Wein auszuwählen. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber dass das harmonisch ist oder sich unterstützt. Aber da lerne ich halt auch mal wieder dazu von Max. Also das ist halt eben, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man was dazu macht. Ne? Ich sage das immer ganz gerne mit meinen Kollegen, es gibt einmal die Harmonie und einmal die Spitze. Unser Restaurantleiter Christoph ist immer die Harmonieschlampe, wenn ich das mal so sagen darf. Hey, Christoph. Liebe Grüße. Harmonieschlampe. Das ist dann, ne, ich mache was Cremigen mit was Cremigen und das muss eine Symbiose um uns sein. Und das ist für mich aber langweilig, wenn du 6-7 Weine machst mit 6-7 Kombinationen und du hast immer das Gleiche. Und die Max Weine, ist die aufs Maulschlampe. Ich bin die aufs Maulschlampe, genau. Ne? Ich brauche immer den Stress im Mund. Ja, ich verstehe es immer ganz oft nicht. Du hast einen Gang, wo Schärfe drin ist. Und dann gibt es so viele Sommeliers oder so viele Kollegen, die dann sagen, dann machen wir noch einen Kabi dazu. Ja, aber warum denn? Süß, das puffert ja immer Schärfe. Süß, das macht es ja immer irgendwie runder und nimmt es raus. Aber dann muss der Küchenchef keine Schärfe reinmachen. Dann kann er es auch lassen. So, dann nehme ich doch lieber irgendwas, dass ich die Schärfe nach oben bringe. Ne? Also ich versuche immer irgendwie eine Nuance immer reinzunehmen. Momentan ist die Säure, auf der ich so ein bisschen hängen geblieben bin, weil die so viel Frische mit reinbringt, vor allem jetzt auch für den Sommer, dass die immer nach oben gezogen wird. Und dass das Gericht nicht nur begleitet wird, sondern noch weiter nach oben gepusht wird. Was bist du hängen geblieben? Auf die Säure. Du bist auf ganz anderen Sachen auch noch hängen geblieben. Wein zum Beispiel. Dankeschön, Herr Bies. Ist okay. Ich will auch mal was sagen. So. Ich wollte dir nur eine Brücke bauen beim Thema Säure, weil du auch gerne säureintensiv kochst.
Achso, ja. Vielen Dank für die Brücke. Er verwendet Zitronen. So, schmeckt er euch? Ja, er schmeckt uns. Ja, wirklich. Ja. Mir schmeckt er auch. Also er passt auch besser hinter meinen als vor meinen. Es ist so krass, dieses Thema Wein. Ich finde, das ist... Und nicht umsonst gibt es so eine Sache, dass man das studiert, macht und tut. Aber du brauchst halt dafür ungemein viel Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das werde ich bis ans Lebensende nicht hinkriegen. Ja, und du musst ja auch irgendwie vorsichtig sein, ne, finde ich. Also wir haben durchaus ja schon einige Sommeliere und Sommeliers kennengelernt. Aber wir haben noch mehr getrunken. Unser erster Gast war ja Henrik Thoma. Und Henrik hat halt auch gesagt, er hat zwar das... Bezeichnung Master Sommelier, aber er sagt auch, der Unterschied zwischen Master Sommelier und Sommelier, das erzähle ich ihm wieder gerne, ist der Konsum. Nee, der Master Sommelier hat eine Flasche mehr getrunken als der Sommelier, aber das ist im Grunde genommen eigentlich, wenn man die ganze Zeit mit Alkohol zu tun hat. Der größte Feind des Gastronomen ist der Alkohol. Ja. Da geht es ganz, ganz schnell. Ja, aber letztendlich ist es eine große, weite Welt und da geht es dir, Robin, so wie mir. Ich trinke es wahnsinnig gerne und manchmal fallen mir auch tatsächlich Dinge ein, die ich wirklich durchaus dazu sagen kann. Aber meistens ist es einfach nur, schmeckt mir nicht. Aber im Gegensatz zu dir kann er wenigstens noch kochen, Dietmar. Ja, das hoffe ich sehr. Das hoffe ich doch sehr. Bierkaltstellen ist auch irgendwie kochen. Bierkaltstellen ist auch irgendwie kochen. Steht auf allen Kartons, wo wir Bier bestellen. Bierkaltstellen ist auch irgendwie kochen. Ja? Das ist ein niedlicher Spruch, habe ich noch nie gelesen. Da bin ich zum Beispiel gar kein Biertrinker. Ich muss doch die Kartons nicht auspacken. Aber zu meiner Verteidigung, ich kann Koch spielen. Ja, das haben wir mal erlebt. Dann kommt er mit so einer eigenen Schürze an, die gar nicht passt. Nein! Das muss es aber sagen. Wahnsinn. Weißt du, da musst du dir vorstellen, wir machen eine Weihnachtsfolge mit Heiko Antoniewicz und er ist so dreist und stellt sich mit einer Kochjacke neben Antoniewicz. Hallo, mit zwei Michelin-Männchen, habe ich mir selber reinsteckt. Die sich selber reingestickt hat. Oh, wie geil. Schön. Ja, also wir mussten auch die Aufnahme für eine Stunde unterbrechen, weil Heiko aus dem Lachen nicht mehr rauskommt. Ja, richtig geil. Ja, seitdem hat er mir seine neue versprochen. Ja. Ja, genau. Nein, aber was ich sagen will, ich hab das ja schon gespielt auch. Also jeder so das, was er natürlich gelernt hat. Du warst auch oft Leiche, da warst du auch gut. Was war ich? Leiche warst du auch schon oft, die du oft gespielt hast. Oder privat? Nee, im echten Leben ist er Schauspieler. So, wir kommen zum nächsten Thema. Er war schon so oft eine Leiche, so vom Dach gefallen und so, das sieht super aus. Genau. Aber da war so eine pädophile Leiche, das war ganz schlimm. Ja. Das ist wieder interessant. Das war wirklich übel. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich hab's. Dietmar war mal in einer Serie, in der Vorabendserie, eine pädophile Leiche. Also Pädophiler, der vom Dach gestürzt wurde. Mit Selbstjustiz, glaube ich, war das Thema. Und er lag dann da unten platt am Boden eines Hauses. Ich habe aber viele andere Dinge machen dürfen. Anderes auch, ja. Ja. Du hast auch schon manche Stück überlebt. Ja. Schön, dass du noch hier sitzt. Ich habe auch manche deiner Weine überlebt, aber das ist eine andere Geschichte. Oh. So. Ja. Robin, ich habe eine Sache nicht verstanden. Oh, das geht schon wieder los. Was hast du nicht verstanden? Frag. Wieso hat man in einem Haus zwei Ein-Sterne-Restaurants? Weil es zwei Häuser sind? Wieso hat man auf einem Fleckchen Erde zwei Ein-Sterne-Restaurants? Warum hat man nicht nur eins? Oder warum hat man nicht eins mit zwei und eins mit keinem? Oder eins mit keinem, sondern zweimal ein? Ist das sich ergeben oder wie kommt das dazu? Da muss man ganz weit ausholen. Also ihr habt ja vorhin gut angefangen mit hier Konditor gelernt, danach Koch gelernt und dann im jugendlichen Leichtsinn selbstständig gemacht. So sage ich es immer sehr schön. Dann hatten wir das große Glück im Restaurant Zeitwerk. Den Stern zu bekommen. Und dann ist mal so eine Zeit gewesen, wo, also wir haben dieses ganze regionale, nachhaltig, / zumindest zu versuchen, das machen wir schon seit ganz vielen Jahren irgendwie, wenn man das mal so sagen darf. Aber wenn du dich so ganz hart regional verstrickst, war es dann irgendwann, also irgendwann hatte ich dann auch mal Bock, sowas wie ein Hamachi machen zu dürfen oder vielleicht so mit asiatischen Aromen kochen zu können, was ja nicht möglich war im Restaurant Zeitwerk, weil du kannst ja den Gästen nicht erzählen, Tag, wir kochen 99% aus der Region und dann knall ich da eine Sojasauce dran halt so, das wäre fake. Ja, und da war dann die Idee geboren, ach komm, dann machen wir einfach genau das blanke Gegenteil dazu, wir machen noch ein Restaurant auf und da können wir halt machen, was wir wollen, das ist eigentlich die Geschichte. Mehr ist es nicht gewesen. Aber zweimal ein Stern ist dann ja auch schon geil, ne? Das ist ziemlich geil, ja. Weißt du, was auch geil ist? Ich bin auf eure Website gegangen
Peach. Und dann sind ja beide Restaurants da vergeben. Und eure Fotos, die ihr von euch drin habt, ich finde das sehr geil. Ich habe mich aber merkwürdigerweise sehr an Bachelor und Bachelorette erinnert. Also die sind so schön gemacht, nur auf intelligent. Also wenn man euch jetzt... aber gut, nachher noch. Also wenn man euch jetzt noch eine Rose hinein scannen würde, es wär, hätte durchaus eine Bewerbungsvideo. Du musst dann Bilder online stellen, dann kommt sowas. Ja. Wir müssen, nee, der Podcast kommt ja, wann kommt der raus? Am 7. Ja, reicht doch die Zeit. 7. Juni. Das mache ich gleich heute noch schnell. Ja. Aber finde ich mega geil. Nee, das wird wirklich sehr, sehr sympathisch. Auch das mit deiner Oma ist natürlich auch, finde ich, so. Also geht mir und jedem, der tolle Omas, Großmütter hat, sofort das Herz auf. Ich habe mich damals sehr in sie verliebt. Bei Kitchen. Das war wie ein toller Auftritt von ihr. Hast du geguckt? Ich habe sie geguckt. Ich gucke es immer. Und das war wie eine ganz tolle. Der Auftritt war so gut von ihr. Und so ist sie. So ist sie 24 Stunden rund um die Uhr. Die kann ich nachts um 3 anrufen, wenn ich irgendwo abgeholt werden muss, bis heute oder morgens um 7, weil ich einfach mal quatschen muss oder wiederum auch andersrum. Wenn sie irgendwas hat, dann ist ganz, ganz besonderes Verhältnis. Und dass es nicht gespielt ist, ist es halt einfach so, wie es ist. Die könnte ich jetzt anrufen und die würde uns eine Möhrensuppe kochen. Sofort. Ja, sie kann aber trotzdem herkommen und noch sich dazusetzen. Also das ist kein Problem. Hier ist kein Empfang bei uns im Weinkeller. Ja. Ja, aber wirkt wie eine perfekte Omi. Also so, wie man sich vorstellt. Und zwischendurch kommt sie einfach vorbei, bringt 2 große Bleche Pflaumenkuchen und sagt, hier fürs Team, na, habt ihr noch einen Kaffee da? Ach, und dann ist sie da, dann quatschen wir alle kurz ein bisschen mit ihr um Amse, sagen Promi-Omi und dann und dann muss sie auch schon wieder los, ne? Rentner haben keine Zeit. Aber hast du von der Oma so mitgekriegt mit dem Kochen? Oder wie ist das so mehr oder weniger entstanden? Naja, in der Zeit, was du gerade vorhin gesagt hast, als ich da beim... Also fit gefüttert wurde. Als ich fit. Mit viel Butter, fett und fit gefüttert. So. Mhm. Ja, man guckt natürlich da über die Schulter, aber ich glaube, das war... Jetzt im Nachgang realisiert man eher, dass man das unbewusst bewusst gemacht hat. So. Das, ich meine, diese Küchen unterscheiden sich einfach knallhart. Das, was wir hier tun, hat nichts damit zu tun, wie zu Hause gekocht wird. Aber so ein bisschen die Gefühle, die kann man in so Aromen und in alten Rezepten hier wiedergeben. Aber Oma sagt es immer ganz, ganz gut, das, was wir machen, ist eine andere Küche als das, was sie macht. Zum Schluss muss aber eins sein bei beiden, das muss halt einfach schmecken. Und so ehrlich wie möglich sein. Und das ist ja so Küche von Mamis und Omis. Egal, ob das jetzt meine Oma ist, ich glaube, jede Oma da draußen, jede Mama. Und wir werden das irgendwann auch hoffentlich mal so weitergeben. Das ist ein Stück weit Heimat, ein Stück weit Zuhause sein, was man so weitergibt. Und das, glaube eher, dass man das aufnimmt und dann in die Herzlichkeit den unseren Gästen gegenüber auch wiederbringt. So, also es ist halt ganz viel, es ist nicht nur das Kochen, was man da irgendwie so mitnimmt. Schön hast du das gesagt. Nee. Ach so, das kann ich dann streichen von meiner Liste. Aber ich finde, diese Heimatverbundenheit zeichnet ja auch aus. Du hättest auch nach Berlin gehen können und wärst der 25. mit einem Stern in Berlin oder du bist halt hier in Wernigerode. Der hält auf dem Platz und bringst ja auch nochmal neue Sachen rein, die es ja vorher so kulinarisch gar nicht gab. Ja, ich hoffe, das wird irgendwann auch mal genauso irgendwo wahr und ernst genommen. Naja, wir hatten ja, glaube ich, ganz viele Jahre, 8, 9 Jahre, bevor das hier irgendwie mit dem Zeitwerk dann, als wir dann einen Stand bekommen haben, hatten wir ja auch schon mal einen Stand hier in Ilsenburg, ne? Den Roten Forellen von Herrn René Bobsin. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das was sage. Das war so, glaube ich. Das war nicht so lange. Nee? Ja, und dann gab es im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt. Ich glaube, Sachsen-Anhalt und Bremen waren die einzigen Bundesländer in ganz Deutschland, die keinen Stern hatten. Bremen noch nie, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Mm-mm. Nicht, dass ich wusste. Ja, Fakt ist, und dann kriegen wir auf einmal den Anruf von der Flinkenflügel. Ja, schönen guten Tag, hat geklappt. Alter, das war halt geisteskrank. Das ist bis heute. Da kriegst wollte gerade fragen, ist das nach wie vor noch der Gänsehaut-Moment? Völlig, völlig geisteskrank. Ich glaube, da kriegt man einfach Gänsehaut. Hier, guck dir das an. Das geht gar nicht anders. Und das hat ganz so dein Leben verändert. Hm. Aber ich glaube, das wird durch jeder andere, der einen Stern hat oder so, genauso erzählen. War das dann auch der Start vom Fernsehen oder Fernsehen vorher bei dir? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, ich differenziere das immer. Fernsehen hat nichts damit, soll einfach nicht. Natürlich ist das ein Türöffner irgendwie so, aber viel, viel wichtiger ist, dass man sich da mal bewusst ist, was man da eigentlich geschafft hat. Dann so eine Kritiker auch zu überzeugen von dem, was man getan hat. Und das war halt alles nicht immer einfach. Also, du machst ja kein Restaurant auf, wie alt war ich da? 22, 23? Ich hatte keine Ahnung von Duden und Blasen, gar nicht. Völlig behindert eigentlich, was ich da gemacht habe. Und die ersten 2, 3 Jahre, also das waren, das hat auch keiner angenommen, weil die haben, das werde ich nie vergessen, wie wir noch im alten Restaurant Zeitwerk waren. Das war ja nicht so, dass die beide immer zusammen waren. Das ist hier 100 Meter weit weg. Da haben wir von oben so auf die Gäste geguckt, wie sie bei uns an die Tafel geschaut haben. Da hatten wir, glaube ich, noch 3, 5 und 7 Gänge.
35, 45, 55 Euro. Also so, was viel zu wenig jetzt ja. in dieser Zeit wäre. Ja. Ja. Aber selbst da haben die Gäste dann drauf geguckt und Alter, nee, da kannst du nicht essen gehen, viel zu teuer, ganz kleine Portion, wo es nicht satt. Also der Klassiker, mhm. was man aus den Köpfen erstmal rauskriegen muss. Und ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Wo war ich denn davor stehen geblieben? Fernsehen, Stern, ach so, ja. wie sie entwickelt hat. Das gab wirklich so einen kleinen Knackpunkt. Ich war ja gar nicht so heimatverbunden, als ich angefangen habe. Also heimatverbunden schon, aber ich habe gar nicht so gekocht, sondern ich glaube, war ja so der Molekulartyp, der dachte, okay, cool, jetzt ist gerade die Zeit hier mit Zwergen machen und da noch ein Pulverchen und da noch irgendein Zeug dran. Lila Wände, weiße Tischdecken, weiße Handschuhe. Völlig bekloppt eigentlich so. Und ich glaube, die ersten Betriebsferien nach 3 oder 3,5 Jahren, die ich mir dann mal 14 Tage gesagt habe, so, ich kann jetzt zumachen, kann ich mir das leisten, wollte in Urlaub fahren. Und ich war so unzufrieden auf Arbeit, weil ich dachte, das bin gar nicht ich, als ich da drin stand, hier mit diesem Shishi und bla. Und wir sind ja mitten im Harz, das ist pittoresk, das ist Holz, das ist Grün, das ist Wald. Und da habe ich dann den Urlaub gecancelt und habe meine Freunde angerufen, die bis heute mir, glaube ich, egal bei welchem Umbau helfen, welches Restaurant, whatever, habe gesagt, Jungs, wenn ihr könnt, wir müssen hier was machen. Und da haben wir binnen 14 Tagen diese ganze Bude umgebaut, lila weg, grün hin, Holztische, Jens, der Tischler, wo er auch jetzt gerade hier sitzt, der hier gefühlt so alles gebaut hat, hat es geschafft, irgendwie in 14 Tagen komplett neue Tische zu bauen. Dann haben wir aufgemacht, haben gesagt, 3, 5, 7 gibt es nicht mehr, gibt nur noch ein Menü, entweder friss oder stirb. So, ich glaube, das war auch 10, 11, 12 Gänge. Nee, dachte, das waren mehr, das waren 15 Gänge. Boah. Ich glaube, 99 Euro, aber so eher so Amos-Büschmund-Menü. Und alles so richtig hart regional. Kühlhaus raus, weggedonnert, aufgegessen, verschenkt, wie auch immer. Und dann angefangen, auf dieses sehr regionale zu gehen. Und ich glaube, ein Dreivierteljahr später haben wir den Stern gekriegt. Also, das war so die Wende von dem Ganzen. Ich glaube, da bin ich erwachsen geworden mit so. Und das spiegelte sich dann auch in den Restaurants wieder. Also völlig verrückt, da jetzt gerade drüber zu sprechen. So. Aber es braucht ja immer auch Mut, nicht das Mainstreamige zu machen, sondern das, was man selber will. Ja, das war dann ich. Wie man selber tickt. Und davor habe ich halt Mainstream, da bin ich mitgeschwommen, wo jeder andere irgendwie mitgeschwommen ist. Ja. Ich meine, ein bisschen Mainstream ist immer dabei. Das macht man jetzt, glaube ich, auch. Das macht man auch unbewusst. Aber das war dann wirklich ich. Ja. Mach erst mal eine Banklehre gegangen. Und dann sehen wir weiter. Ja. Das typische Ding. Das Wichtigste war mir tatsächlich, dass ich dann diese Tür aufgeschlossen habe von diesem Restaurant und habe mich einfach wieder richtig wohl gefühlt. Du hast eben Ilsenburg gesagt. Das mag ich ja. Da war ich vor 2 Jahren mal auf dem Wochenende im Urlaub. Wirklich nett. Und eine Sache habe ich in Ilsenburg mir gemerkt und das ist der schlimmste Zungenbrecher meines Lebens, glaube ich, gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Ilsenburger Brockenhexenflugbenzin. Warum Ilsenburger Brockenhexenflugbenzin? Das ist lecker. Oh, ich habe auch fast verstanden. Ja, ich weiß. Liegt aber daran, das hört ein bisschen nach. Aber du hast es aber nicht mit. Weil Dietmar es wahrscheinlich nicht kennt, habe ich es noch mal mitgebracht. Oh, die Sau. Soll ich schnell Schnapsgläser holen? Ja, das steht zu befürchten. Der ist wirklich lecker. Also das macht die junge Dame, mit, ich glaube, 37 Kräutern aus dem Harz, glaube ich. Wirklich lecker. Ich kriege zu Hause einen aufs Maul, wenn ich heute schon wieder ankomme und besoffen bin. Mensch, du bist auf Arbeit, das ist Arbeit hier. Bis zum Abend ist noch hin. Naja, aber dann spreche ich mit ihr. Oder ich. Es ist 10 nach 1, der Abend ist noch jung. Ja, ach du Scheiße. Das ist so, also das ist verrückt. Also du hast so ein, es gibt in jeder Ortschaft, glaube ich, gibt es sowas. Es gibt bestimmt in Wernigerode gibt es auch sowas, wo du etwas davon trinkst und nie wieder was davon trinken möchtest, weil dir entweder der Gaumen wegfetzt oder du musst, also im Norden gab es mal in einer Kneipe, das hieß 12 Meter. Weil es 12 Meter bis zur Toilette war. Und deswegen, also Kröger nackt Arsch kennt man jetzt auch. Das ist Kröver nackt Arsch. Kröver, nicht Kröger. Ja. Ich habe nur Kröger gesagt. Kröver nackt Arsch. Ja, gut. Wieso haben wir den Wein noch nie gehabt bei uns? Egal. Aber solche Getränke, das sind so oder solche Namen. Haben wir jetzt Schnapsgläser? Ja, soll ich kurz holen? Naja. Na dann, wenn du schon mal sagst, kurz unterwegs. Ja, da können wir uns langsam noch hier so... Ja, ich habe es nur nicht verstanden, wie man so einen Zungenbrecher quasi als Namen nehmen kann. Ilsenburger Brockenhexenflugbenzin. Ich habe ein Wochenende lang geübt, bis ich es damals konnte. Und mit jedem Glas wurde es einfacher, es zu sagen. Das, ne? Kennst du ein Getränk, wo du sagst, du hast einmal getrunken, nie wieder, weil das einfach so dermaßen scharf oder so war? Nö. Aber wie so ein Alkoholiker, ey. Ja, nö. Ich komm viel rum, darf viel erleben und ich finde, das ist auch... Machst du so Trinkspiele?
Macht ihr sowas? Was ist denn sowas wie Bierpong oder was? Irgendwo, keine Ahnung. Meiern, wir haben immer gemeiert. Was ist ein Meiern? Kennst du Meiern mit zwei Würfeln? Eins und zwei sind Meier. Mäxchen heißt das. Ach. Auch. Hier, Schummelmäxchen. Ja, 21. Ja, genau, hier, hier schon 21 hoch. Blub. Genau, das haben wir immer mit Sauren gespielt im Norden. Oh, was heißt saure Kirsche oder so? Nee, das war Korn mit drin, Limejuice. Und ich glaube noch irgendwas. Und wir haben das immer in der Badewanne. Ey, warum? Das hätte ich jetzt wissen müssen. Hier eine Runde Lügenmäxchen oder eins? Das wäre richtig geil. Geiles Lügenmäxchen. Bei mir ist das so eine Oma-Geschichte, lustigerweise. Wir haben das früher in der Familie oft gespielt und meine Oma wurde dann immer so nervös, wenn sie lügen sollte. Dann fing die an mit 67. Nee, aber Maxi hast du gespielt und was noch? Was haben wir neu gespielt? Du, wir haben das Spielen weggelassen, wir haben einfach gleich gesoffen. So, da kommen die Schnapsgläser. Eine Flasche Wein, eine Tasse drauf und sagen, oder einer dieser Tasten ist da Wein, dann trinke ich den. Oder nicht. So ähnlich. Nee, ich würde das Spielen wird überbewertet. Jetzt müssen wir uns wirklich noch so Ey, du bringst das Zeug mit und trinkst es nicht. Das ist ein Kunde. Ja, ich sag ja, er muss ja noch fahren. Ich kann ja das Aroma einmal durch den Mund ziehen lassen, aber ich muss ja heute noch fahren. Richtig. Ich muss heute noch fahren. Da sind aber wir immer, ich darf daneben liegen. Ich meine, wir frönen ja heute hier sehr dem Alkohol in dem, was wir erzählen, aber es ist ja in der Tat, wenn ich fahren muss, muss ich fahren, dann kann ich nicht trinken. Also das Geile ist ja, das Zeug, ich finde, das ist ein ziemlich widerlicher Schnaps, aber in deinen Gläsern sieht es ganz geil aus. Oder? Ja. Max, was ist denn das? Das ist ein weißer Kräuter, oder? Ja, 37 Kräuter aus dem Harz und vor allem in Ilsenburg. Das macht eine ältere Dame. Den kannst du aber richtig gut trinken, wenn er eisgekühlt ist. Ist er aber nicht. Nee, sondern musst du dir vorstellen. Okay. Oh, du komm noch mal nach Hause zu unserer Holzkiste. Ja, mach ich. Was ist denn da an der Holzkiste? Das ist super. Die haben bei sich im Keller eine Holzkiste, eine große, schöne Schatztruhe. Mhm. Und Dietmars Frau, die Pornstar Martini-Frau, die auch lustigerweise Martina heißt. Wenn sie lieb ist, dann ist sie Martini. Ja. Pornstar Martini geht dann regelmäßig runter an diese Kiste. Also regelmäßig heißt bei ihr alle 5 Minuten. Mhm, ja. Und bringt was Neues. Das müsst ihr noch probieren. Oh. Richtig. Das Blöde an diesem Trick ist, irgendwann merkst du nicht mehr, dass sie gar nicht mehr mittrinkt, sondern dass sie dir noch ständig Sachen schleppt, die du mal probieren musst. Ach ja. Wir tanzen dann wie Disco Fox um 4 Uhr morgens bei uns in der Bude. Also wir beide. Ja. Ist das schön. Ja. So, Prost, so in diesem ja, sehr gerne. Prost. Du bist ja öfters in Hamburg, insofern, das kriegen wir hin. So, also ich finde, der schmeckt gar nicht so schlecht. Du hast schon. Ja, ne, ich hab, ja, du kannst ja nicht. Ihr seid halt so viel. Du kannst dich an dich halten. Ah. Lecker. Oh, ja. Wow. Oh. Du, da fliegst du wirklich weg, ne? Aber ist nicht schlimm. Ja. Ich muss echt sagen, immer noch besser als Schirk und Jägermesser. Nee. Oh, jetzt muss ich aufhören. Alter. Oh, da gehen doch die Lampen irgendwann aus. Was hat denn das? 40? Aber das Geile ist, du erzählst gerade, 45 umdrehen. Wie deine Frau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, immer zum runtergeht und was hinstellt. Du machst gerade genau dasselbe. Ja. Du holst dir so eine Bulle raus und schenkst dir seinen ein. So ist er. Ne? Er schiebt immer alles auf die anderen. Du kannst aber auch einfach, ich hole dir ein Hotelzimmer, dann trinken wir dich auch noch unter Tisch heute hier. Ich muss morgen nach Berlin. Warte. Nee, es geht nicht. Ich muss morgen. Nein, es geht leider nicht. Aber warte mal. Boah, versuch es noch mal. Der Tag ist noch lang. Richtig. Der Tag ist noch lang, das stimmt. Richtig. Kommen wir zu einer Geschichte. Und zwar: Geburtstage. Ich habe vorhin mal nach deinem Geburtstag gefragt. Ja. Lieber Max und auch lieber Robin. Robin, du bist geboren am, ich darf es dir verraten? Ja. 19. September 1988 in Blankenburg im Harz. Wunderschönem Harz. Das erste Mal, dass ich der Zweitälteste im Podcast bin. Das hatten wir noch nie, glaube ich. Ja, aber du siehst nie so aus. Also du siehst älter aus. Egal. Anyway. Jedenfalls, wir haben vorher auf dem Weg, wir haben immer so schöne Harz-Spiele gemacht. Ne? Ja. Was sind denn Harz-Spiele? Ja, Wörter mit Harz oder Sätze mit Harz bilden. Ja. Okay. Harz ab. Die neue Trilogie, jetzt im Kino. Harz Wars. Egal. Du bist geboren 1988 in Blankenburg im Harz. Sternzeichen. Du bist Jungfrau. Ewige Jungfrau. Nach dem chinesischen Horoskop kamst du im Jahr des Erdedrachen zur Welt. Was auch immer das bedeutet. Ich finde es immer lustig, was die Chinesen alle haben. Ja, ne? So, aber du bist ja, was asiatische Küche angeht, ja sehr interessiert. Deswegen ist vielleicht auch das ganz interessant. Kannst du mal ein Menü Erdedrachen nennen?
ja, weil es was mit dir zu tun hat. Ich glaube, ich bin als Drachen auf die Erde gekommen. So, was ich aber immer frage, weil es macht immer Spaß. Am Tag deines Geburtstages, am 19. 1980, war in den deutschen Singlecharts welche Nummer? Nummer 1. Welcher Hit? Das fragst du mich jetzt nicht wirklich. Richtig. Trink ruhig noch einen, vielleicht fällt dann was dazu ein. 1988. Nee, Scheiße. Lustigerweise habe ich genau die Frage letztens schon mal gestellt bekommen. In irgendeiner, ich weiß es gar nicht mehr, und du hast es gepostet. Behalt's doch für dich. Nee, ich weiß es ja selber nicht mehr. Achso, das ist ja gut. Nee, aber hey, das war doch jetzt, als wir auf diesem, in Jena, da haben wir darüber gesprochen. Auch ja. Aber da war ich so. So gut drauf. Du warst so gut drauf. Da so habe ich, so viel Wasser getrunken, dass ich mich am nächsten Tag einfach nicht mehr dran erinnern kann. Er war abgelenkt. Ich kann dir nicht helfen. Abgelenkt, richtig. Es ist tatsächlich vor kurzem eine Verfilmung rausgekommen. Oh ja, genau. Aber mit Flugzeugen? Mit Flugzeugen? Mit was? Nein. Top Gun? Nein. Es geht ja um eine Musikrichtung, Gruppe, Band. Warte. Dann kann das ja nur sowas sein wie Queen oder wie... Na, ist wäre geil, aber nein. Was hörst du so für Musik? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich höre einfach das, worauf ich Bock habe. Girl, you know it's true. Richtig. Ganz genau. Milli Vanilli. Girl, you know it's true lief als Nummer 1 Hit an diesem Tag. Und bei dir, mein lieber Max, du bist am 27. Mai 97. 25. Mai. Stimmt, hast recht. 25. Mai. Das ändert alles. Eine Aufzeichnung nicht alles, das ändert alles. Das ändert natürlich alles. Ja. 1997 geboren. Du bist ein Zwilling, genau wie ich. Oh ja. Ja. Wann hast du Geburtstag? 3. Juni. Oh. Ja. Aber in den 40ern. Das ist nicht schlimm, Hauptsache Zwilling. Wenn alle schweigen und einer lacht, hat Thomas wieder einen Witz gemacht. So. Aber diesmal war es nicht ich, der gelacht hat. Was könnte bei dir gelaufen sein? 1997, oh, das war so viel, ne? Ja, das ist viel. So was wie der Ketchup-Song zum Beispiel, aber der war später. ja, auch cool. Aber das wäre cool gewesen. Mhm. Der? 97, das wäre auch so eher Snap auch in die Richtung. Britney Spears war später, ne? Britney Spears ist ja auch so im Dreh rum. Nee, ist Lonely. Von Nana. So lonely. Von Nana. Ja, von Nana, sicher. Nobody. Den habe ich sogar als Jugendlicher in Zoho Live gesehen. Du hast aufgenommen, ne? So, das heißt, sollte euch die Frage nochmal gestellt werden, wisst ihr jetzt. Okay, Lonely. Ich denke einfach an Vanille. Milli Vanilli. Richtig. Haben wir noch einen Wein eigentlich? Wir haben noch zwei, ne? Ja, na klar. Geil. Wir sitzen schon wieder auf dem Trockenen. Es gibt jetzt einen Zwischenschnaps und jetzt gehen wir weiter mit dem Wein. Was? Geil. Zwiebi. Ich kenne nur Zwiebi. Zwiebi, das ist ja heute eigentlich das Thema. Ein harzer Zwieschnapp war das jetzt. Zwieschnapp. Aber das Zeug schmeckt wie Medizin früher. Schnappi. Da habe ich in Erfurt übrigens gelebt, als das Lied rauskam. Ich habe mal in Erfurt gelebt. Das ist ja auch nicht so weit von hier. Ja, das sind schon 2 Stunden. Sind noch 2 Stunden? Dann fahre ich lieber nach Hamburg als Erfurt. Das ist, als wenn du sagst, Erfurt. Hannover ist nicht so weit von hier. Was ist denn eigentlich? Ja, ich wäre auch dafür. Was ist denn eigentlich mal das Schneiden, weil es Zwiezi. Eine Zwiezi. Da machen wir doch eine ganze Zwiezi-Pause. Eine Zwiezi-Pause. Zwiezi. Wir gehen kurz in die Raucherpause. Ich mach so lange noch schnell einen Hörergruß. Dieser Podcast gerne wird produziert von... Malboro. Nein, ich hätte noch einen Hörergruß, bevor wir in die Pause gehen. Ja. Tobias K. aus Düsseldorf möchte ich ganz herzlich grüßen heute. Oh, wer ist das? Das verrate ich später. Ah. Wahrscheinlich ein Hörer. Unser einziger. Nein. Sehr gut. Danke, Tobias, dass du uns die Stange hältst. Schatto. So, wir gehen in die Raucherpause, machen gleich weiter. Wir sind wieder zurück mit Büchsenmais und Kümmel. Die Lieblingslebensmittel von Robin Peach. Ja, seine Leute mögen ihn nicht. Das ist ja alles hier auf dem Brett mit drauf. Ja, Kümmel. Sorry, da ist an einem so ein Stück Harzkäse 2 Kümmeldinger. Ich darf das eigentlich gar nicht sagen. So ein Harzkäse gehört tatsächlich Kümmel rein, aber ich kaufe immer die ohne Kümmel. Gibt's das? Ja. Ernsthaft? Ich dachte, du pulst die raus. Nee, da will ich es einfach nicht essen. Soll ich den Kümmel abmachen? Das ist wie so ein Döner, den du bestellst und dann ist da Mais drin. Dann ist da Fleisch drin. Nee, Mais. Mais. Legion. Bevor ich jetzt mehr Hunger kriege, lass uns den dritten Wein nehmen. Okay, sehr gut. Ihr seid dran. Wir sind beim Riesling. Wir sind beim Riesling jetzt angelangt. Ihr habt ja was Süßes mit, ne? Ja. Dann machen wir vorher was Trockenes. Machen wir vorher was Trockenes. Was das ist. Guck mal. Was möchtest du denn jetzt? Ja, links, ja. Ja? Ja. 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 Na, ja. Das ist jetzt sozusagen Robins Patenwein. Ja. Genau. Oh. Ah. Oh, es fängt mit P an. Mit Peach auch. Mal gucken, ob der Korken auch peacht.
So, was ich hasse das. Ja, was sag mal. Na, Pfirsich. Was hast du mit deinem Namen schon durch? Ach, naja, Peach. Wollen wir mal kurz mit so einem Schluck Wasser ausschneiden? Du Pfirsich. Obwohl, Peach tatsächlich auf Mallorca. Nee, auf Ibiza damals. Peach, dieser Likör, den es da immer gibt. Den haben wir doch jetzt auch gerade getrunken. Peach Tree? Peach okay. Tree. Lass uns das anders spielen. Was habt ihr in letzter Zeit nicht getrunken? Bier. Sonst alles. Ja. Also entweder Gläser einmal ausspülen oder neue Gläser. Hier sind doch neue. Da siehst du. Alter, ich brauch die noch nicht, Mann. Mensch. Ich möchte nicht. Das ist dein Wein, du trinkst den bitte. Alles klar. Scheiße, ey. Du kannst auch meinen Spucknapf haben. Nee, das ist viel zu schade. Also dann hau ich mir lieber einen Helm. So, mein lieben Gastgeber, was haben wir denn da? Unseren eigenen Peachwein. Tatsache noch aus einem Jahrgang, den es bei uns noch als Flasche gibt und wenn dann auch nur noch an gesonderten Zeiten. Das war nämlich der erste Peachwein, den wir bisher machen durften, Jahrgang 2018. Aus der Lage Rosengarten, großes Gewächs von den Weingütern Wegeler. Wir hatten vorhin das Thema Geheimrat J von Weingüter Wegeler. Und das ist eine ganz kleine Lage. Oh, da knallt der Wein, der rausgegangen ist schon. Das war die Raucherpause, ich sag's euch. Ja, und das ist jetzt Flaschennummer. Also eigentlich gibt es den 18er gar nicht mehr, ne? Also nur noch 19er. Da haben wir jetzt mal eine hier unten aus dem Keller mit rausgeholt. Flaschennummer 65 von 624. Wir haben nämlich die ersten 80 Flaschen zurückgelegt. Quersumme von 624? Von 624 bis bei 12. Gut. Das funktioniert noch. Geht's dir gerade so wie mir? Mit den beiden? Die sitzen sich auf die Klugscheißer und die sehen sich ja. Das heißt Besserwisser. Ja, so. Zieh die Wurzel aus 659. Ja. Aus der Schule bin ich mit aus zum Glück raus. Aus 625 wär's 25. Ja, wäre es. Oh, krass. Ich habe 659 gesagt. Also, ja, großes Gewächs, höchste Klassifikation, die du erreichen kannst im VDP. Ganz klassischen großen alten Holzfässern, gibt nur 624 Flaschen von, so gar nicht mehr erhältlich, haben wir uns jetzt mal gedacht, Mensch, das Kinder, komm, machen wir jetzt nochmal eine Pulle auf davon, ne? Ganz geil. Klassischer Rheingau-Riesling aus der großen Lage. 18, 19 gehört uns, 20 verhandeln wir gerade noch, gibt nur zwei Winzer, die in der Lage arbeiten, einmal Spreizer, einmal Wegeler. Ja. Riecht toll. Verspricht nach eine Menge. Petrol, richtig, ne? Richtig toll. Aber nach Petrol. Das riecht nach Tankstelle. Ja, das ist Ölraffinerie, tschüss. Ja, volle Hütte. Ja, das ist aber so ein richtig amerikanischer Film. Ja. Die Weinprinzessin würde ich sagen, hier der Brombeerstrauch neben der Tankstelle mit dem Gummiabrieb vom Porsche. Ja, genau, richtig. Mhm. Genau. Und der hat aber auch Porsche gerade gehört. Ja, ja. Der hat die Rechnung geprellt. Gott, ich bin schon so weit und rieche am Mikro. Ja, ich auch. Und mach er noch. Hoffentlich. Schön reisefertig. Und danke, dass du nichts gesagt hast. Hoffentlich haben wir das auf Video. Wie du am Mikro riechst. Wahnsinn. Dietmar Horsetschka. Und ich frage dich nachher nach Hause. Riechst du am Mikro? Nee, aber auch mal wieder interessant jetzt von meiner Seite aus. Ich habe den 18er jetzt, seitdem wir den eigentlich runtergeschmissen haben, weil wir den noch liegen lassen wollten, jetzt seit einem, wann haben wir den 19er bekommen? Vor einem Dreivierteljahr, glaube ich. Max, du hast das verräumt, ich weiß es nicht. Übrigens, davon hast du alles auf einmal bezahlt. Ja, ich weiß. Lasst es euch schmecken. Lasst es euch im Hals stecken bleiben. Habe ich jetzt wirklich schon bestimmt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr getrunken, den 18er. Und das ist spannend, wie der sich immer weiterentwickelt, ja. Also der ist noch lange nicht da, wo man sagt, jetzt fängt er an, ordentlich reif zu werden, sondern er wirkt immer noch sehr, sehr jung, sehr, sehr frisch, sehr spritzig von der Säure her auch. Ja, das ist ja wie ich. Jung, frisch, jung, spritzig. Ja. Top. Ne? Oh, reifst Prost. Noch. Ja, ich sag mal deinen Trinkspruch. Ich habe wirklich überlegt, ich würde wahrscheinlich einen von den dreien sagen, die ihr schon 400.000 Mal gehört habt. Ich weiß es nicht. Gibt keinen Trinkspruch. Prost. Ja, ist doch geil. Ist doch wunderbar. Reicht und doch. Und ich sage irgendwie immer gerne so eine Sachen... Das nach dem Kotzen blind war zu stark der Gegenwind? Nee. Dass ich. Ja, jetzt kommst du damit, weißt du? Naja, es sind ja schon zwei Weine dazwischen gewesen, weißt du? Und es sind ja schon zwei Weine dazwischen gewesen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen und wir sind alle gesund und munter und glücklich und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Richtig. Und, vielen Dank, dass wir das hier mit euch mitmachen dürfen. Schön, dass wir mit danke, dass wir bei euch sein dürfen. Prost. Und der wird nicht ausgespuckt. Wag es dir. Wag es dir. Wir bleiben doch hier. Ich beobachte dich. Okay. Ich trinke am Mikro. Wenn du
das Mikro ableckst, ja, dann weiß ich Bescheid. Aber der braucht wirklich noch ein bisschen. Ja, ja, also der, das ist der 18er, also der 18er Jahrgang war ja sehr, sehr heiß. Sein Glück war ja, dass 17 sehr feucht war, dass du dadurch sehr viel Wasserspeicher am Boden hattest, dass die Reben dann 18 nicht abgekackt sind. Viele Weinreben viel Sonnenbrand bekommen, daher auch manchmal bei vielen Weinen. Ja, genau, Robin, müssen sie sich viel eincremen, richtig so. Alter, warum? Ey. Oh, das Bild ist schön. Wenn man also am Hang steht und dann jede. Ja, so eine scheiß Traube. Alle 50 Minuten mit Lichtschutzfaktor 15 eincremen. Gibt doch schon zum Sprühen. Ja, so ein Hang macht viel Arbeit, das ist so. Ich hoffe, dass jeder Sommelier, der das hört, sich mit, also mitfühlen kann, ne, wie es mir dann immer geht. Mit zum Koch. Allem. Was heißt denn hier mit so einem Koch? Beruhige ich ein bisschen. Du Pfeife. Dahergelaufener Koch, genau. Nein, das würde ich niemals sagen. Nee, so das denkst Koch. Du dir. nee, aber der braucht halt eben noch eine Ewigkeit, vor allem weil Wegele halt eben auch für lagerfähige Rieslinge steht. Ne? Also Geheimrat J. Ja, cool. Bleibt teilweise 15 Jahre im Keller liegen, bevor sie ihn verkaufen. Wir haben ja noch ein bisschen was Altes aus den 90er Jahren da. Wir haben noch ein bisschen was aus den 80er Jahren von Wegele da. Das ist schon erstaunlich, was die da machen. Das waren auch mit die ersten, die Lagen-Cuvées groß gemacht haben in Deutschland. Ne? Also es ist schon erstaunlich, die gesagt haben, ich will jetzt nicht nur eine Lage haben, sondern ich möchte verschiedene Lagen in einer Grand Cuvée haben und machen das salonfähig. Und das war dann der Geheimrat. Jetzt habe ich einen Plan. Dietmar, wenn du mal wieder auf Produktion irgendwo im Land unterwegs bist, ja, fahre ich mal mit jemand anderem hierher, zwei Nächte, zwei Abende in beiden Restaurants, ja, alles durchgefordert, all you can peach. Hast du auch genug Zeit für genügend Wein an den beiden Abenden hier gehabt? Ja, sehr gut. Danach ist Aftershow hier unten. Wo bin ich dann? Du bist auf deiner Produktion. Ach so. Was wird als nächstes produziert? Darfst du warten? Das nächste wird produziert hier in Wernigerode. Was nicht Röttingen? Der oder, tote Kopf. Nein, tatsächlich bin ich in Röttingen. Das ist auch eine große Metropole Deutschlands. Habe ich noch nie gehört. Richtig, es ist nicht Göttingen, es ist Röttingen, es ist bei Würzburg, es ist, sind die Frankenfestspiele dort übrigens, grandiose Frankenfestspiele, Sommertheater und dort inszeniere ich ein Musical und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, nächste Woche geht's los. Genau. So viel dazu, auch Weinland natürlich, dort gibt es so die ganz interessanten Rebsorten wie Tauberschwarz. Kennst du Tauberschwarz? Gehört, aber noch nie getrunken. Oh, du hast doch noch nicht getrunken, du hast doch alles schon gesoffen. Nein, das noch nicht, weil Röttingen ist so klein, das hat er noch nicht. Bisher Obwohl ich mal ein Freund von sowas bin, ne? Also von diesen autochthonen Rebsorten, wie Österreich, hier Rotgipfler, Zierpfandler in der Thermregion und sowas. Der Sturm. Na klar. Du hast ja einen Sturm getrunken. Na. Okay. Geht das, ihr Zwarte, müsst ihr einen Sturm trinken, gell? Okay? Was sehen, was ein Sturm ist, gell? Na, was ist ja. Ein Sturm? Ein Sturm ist im Grunde genommen also ähnlich wie Most. Ja, es ist auch sozusagen das Erstgegorene. Und das hat so viele Umdrehungen, dass, wenn man sagt, du kriegst einen Sturm, du fährst auf jeden Fall nicht mehr Auto. Meine Schwester hat mich damit mal abgefüllt und hat gesagt, Didi, du fährst jetzt nicht mehr Auto. Das machst du nicht mehr. Und das ist gemein, weil der ist so trinkfreudig. Aber wie der hier, oder was? Ja, möchtest du noch einen? Brockenhexenflugbenzin. Bitte? Wie das Brockenhexenflugbenzin. Richtig, genau. Ich habe zu wenig getrunken heute. Ja, mit dem Zungenbrecher auch immer noch. Aber das, wie gesagt, das ist schon ganz interessant. Also wäre für dich auch, oder für euch zwei, durchaus mal interessant. Okay, kommen wir von den komischen Weinen mal zu dem besten Wein. Könnt ihr euch erinnern, was der beste Wein war, den ihr jemals getrunken habt? Also ich weiß auf jeden Fall bei mir, dass er nicht teuer war. Weil das ist für mich jetzt auch nicht so das Credo. Wie hieß er denn? Du weißt es noch, mit dem blauen Etikett. Mit dem blauen Moyo Muscat oder was? Nee. Dunkle Flasche, blaues Etikett, noch drüben im alten Restaurant Zeitwerk, kartonweise, also nicht getrunken, doch. Mensch, wie hieß denn der? Oh Gott, das war 13 Euro die Flasche, 12 Euro. Keine Ahnung, war das von Caspari? Nee. Nee. War das nicht der Geisfahrt 100? Der ist geil, der Geisfahrt 100. Aber, oh, warte, ich komme noch drauf. Okay, wenn es dir wieder einfällt, sag Bescheid. Wir kommen noch. Wir sitzen noch ein bisschen zusammen. Tatsache, gibt es bei mir nicht den Nonplusultra besten Wein, den ich jemals. Es kommt immer auf die Situation drauf an, mit wem, wo, wann, warum, wieso, weshalb.
Und wenn die Situation passt, dann kann jeder Wein der geilste Wein in dem Moment sein, glaube ich, ne? Das ist sowieso, finde ich, irgendwie, was Kulinarik angeht ja auch, ne? Also ich denke, man ist... kennt ihr, also du vor allem mit Wein und du denke ich auch mit der Küche, so oft situationsabhängig ja auch, ne? Also du mit wem sitzt du, mit wann, was für ein Tag ist, was für Emotionen du bist. Ja. Die Emotionen spielen ja unheimlich viel dazu bei. Also bestes beim Beispiel, Kochen ja sowieso und auch beim Wein ja auch. Bestes Beispiel, du bist im Urlaub, trinkst einen Wein, denkst du so, boah, bester Wein, den ich jemals getrunken habe, nimmst mit nach Hause, hast einen stressigen Arbeitstag, ja, kommst nach Hause und denkst so, so, jetzt mach ich mir eine Pulle auf, schmeckt dir mehr. Scheiße. Ja, so. Kippst du weg. Ja, bumm. Ja. Ne? Scheiße, du hast Hunger gehabt. Apropos Urlaub. Könnte ich jetzt auch schön sitzen. In Urlaub. Hättest du gerne mal wieder. Jetzt, ja, wo bist du gerne hin? Thailand. Japan, Osaka oder irgend sowas. Das wäre genau mein Ding, wo ich gerne mal hinwollen würde. Du gehst ja gerne asiatische Küchen besuchen, ne? Also Restaurants, um so ein bisschen Ideen zu kriegen. Naja, nö, Ideen eher gar nicht, aber ich könnte mich da einfach reinlegen und das einfach von morgens machen. Weißt du eigentlich, dass, ich habe ja vorhin bei Google Maps geguckt, so ein bisschen, was hier für Restaurants sind, da gibt es ja immer so Bewertungen, ne? Das ist gemein, ne? Ja. Da, komm. Komm, sag's. Wir sind noch unter uns. Komm, das Hanoi hat 5,0 Punkte. Was ist das? Das Hanoi? Ach, das ist dieser neue Puff hier bei uns. Oh, das neue Restaurant hier bei uns in der breiten Straße. Entschuldigung. Wenn wir wollten, könnten wir das schneiden. Wollen wir aber nicht. Ich weiß gar nicht, wo das ist, Mann. Das ist ganz neu. Das ist neben der Apotheke. Ach, der Imbiss? Ja, ja. Ja, das ist okay. Ja. Dann ist es eben so. Ja. Alles gut. Nee, aber tatsächlich finde ich ja auch so Asien, Thailand zum Beispiel. Ich sage ja immer, wenn ich meine Verbindung zu Thailand, ich war immer in Thailand auch, das geilste Rohgemüse habe ich in Thailand gegessen. Im Sinne von? Nee, tatsächlich. Ich habe, es war, glaube ich, der erste Abend. Ich saß am Strand an einem Restaurant. Ich bekam eine Karte, die ich nicht lesen konnte und tippte einfach nur mit dem Finger irgendwo drauf, weil was sollst du machen? Und dann kommt so ein Teller und du denkst so, jupp, hast du so richtig schön in die Kloschüssel gegriffen, ne? Hast irgendwie so ein paar Rohgemüse da auf dem Teller. Und dann beißt du rein. Und es war geil. Ja, die Sonne ging zweimal auf. Also sowas von, also Kohl erinnere ich mich, es muss so ein Viertel Kohl gewesen sein, wo ich reingebissen habe und ich dachte einfach, was ist das Geiles? Erbsenschoten, dann Sachen, die ich jetzt nicht in Europa unbedingt kenne, aber wo du einfach da saßt und dachtest, du bist glücklich. Und das ist toll. Ja. Du bist mir einen Schritt voraus. Du warst schon da, ich nicht. Ich bin echt gespannt, wie das da sein muss. Ich glaube, da komme ich nie wieder nach Hause. Ganz wichtig ist, eigentlich in die Gegenden zu fahren, eigentlich in jedem Land so. Ich war jetzt gerade in Barcelona gewesen und immer sich dahin zu begeben, wo die Einheimischen sind. Ja, gut, das ist ja, ne? Das ist immer ganz wichtig, ja. Weil dann hast du das authentische Essen und auch wenn du nichts verstehen magst vielleicht, aber die Herzlichkeit. Das habe ich gehört, dass sie super herzlich sein sollen. Ja, absolut. Super freundlich. In Thailand ist es verboten zu schreien. Also ganz kurz, wir haben gesagt, dieser Wein wird nicht gespuckt, mein Lieber. Ja. Aber ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Er hat richtig geguckt, dass wir so im Redefluss sind. Dann schön. Das ist bei euch nicht schwer. Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass das in Thailand die Höflichkeit siegt. Und ich habe sehr viel in Thailand wieder an Demut gewonnen vor dem Menschsein. Und dann kommst du nach Frankfurt an und dann wird dir so richtig schön einmal dich in die Fresse gehauen. Also an Arroganz und auch an der sogenannten Wertigkeit des Lebens, wo dann irgendwie ein Baguette 10 Euro kostet, wo du einfach nur denkst, so warum? Und in Thailand sind die alle höflich. Dietmar. Ja. Ah, die Stimmlage kenne ich. Wollen wir was spielen? Aber ich bitte darum. Oha. Nee, jetzt geht's so richtig los. Ich habe noch eine viel geilere Frage. Eine Frage habe ich jetzt noch. Ja, frag. Gibt es eigentlich auch einen Tetrapack-Wein, der geil ist? Natürlich. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Nee, also aber weil du Thomas angeguckt hast, aber seiner war nie gut. Also ohne Spaß, diese Back-In-Boxes. Nein, ich meine so richtig so ein Assi halbe Liter Milch-Tetrapack. Ja, natürlich nicht, weil das alles bloß sammelwichse Scheiße ist. Also pass auf, das kann natürlich sehr gut sein für den Zweck, den du gerade hast, sowas wie Kochen, wobei natürlich das Grundprodukt immer ausschlaggebend ist für das Endprodukt. Erzähl weiter. Er guckt nicht schon wieder so. Du Klugscheißer. An der Stelle können wir spulen, während er denkt. Ja, ich glaube, dass ich das einfach kein Winzer wagen würde.
Das ist doch eine Marktlücke, Mann. Lass uns doch mal die Dinge am Tetrapack abfüllen lassen. Ja, tatsächlich geht es aber oft darum, auch schon mittlerweile, ich weiß nicht, wie es für dich so ist, aber es geht ja auch um die Nachhaltigkeit. Mittlerweile bei Weinflaschen sind ja im Grunde genommen, was die Nachhaltigkeit angeht, ja nicht unbedingt... Für den Arsch. Sind für den Arsch. Dankeschön. Ja. Machst du einen Peachpack? Ja, genau. Peachpack. Ja. Peachpack. 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 Genau. Peachpack klingt auch schon nach Thailand. Ja. Also am Ende ist es doch völlig egal, was du machst. Also ob das knallt. Und wie du es abfüllst, es hat alles irgendwo einen schlechten Fußabdruck. Alles. So, lass uns jetzt spielen. Jetzt auch dran. So, wir machen jetzt Lügenmäxchen. Nein, also okay. Oh, das wäre, also dann wollte ich heute alle Termine absagen. Wollt ihr einen langsamen Einstieg? Ja. Robin, vervollständige bitte folgende 10 Sätze. Warum muss ich denn anfangen? Ist ganz einfach. Ja, weil Max danach dran ist. Freiheit bedeutet für mich. Oh. Nee, ich bin da, das kann ich dir nicht sagen. Das Erste, was ich morgens mache, ist. Kaffee trinken. Über Deutschland denke ich. Nett, aber auch scheiße. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte. Würde ich vieles anders machen. Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir? Alles. Am liebsten esse ich? Nudeln mit Tomatensauce. Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten? Alles. In der Reihenfolge. Die Antwort hatten wir noch nicht. Die ist super. der folgenden Generation rate ich. Mach was du willst. Am Leben lebe ich am meisten? Die Freiheit. Wein ist für mich? Ein Genussmittel. Danke. Bitte. Was würdest du alles anders machen, wenn du nochmal anfangen könntest? Weil ich meine, du bist Anfang 30, du bist schweineerfolgreich, es läuft also von außen betrachtet sehr, sehr gut alles für dich und sagst gerade, du würdest extrem viel anders machen, wenn du anfangen könntest. Naja, wir stehen jetzt hier und sitzen jetzt hier, wo man extrem erfolgreich ist, aber auch der Weg dahin, habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt holprige Sachen, ob das rein betriebsbedingt war oder vielleicht auch rein familiär oder das eigene Leben, weil du gibst halt auch so unglaublich viel auf. Ich habe meine Tochter nicht viel aufwachsen sehen. Auch beziehungstechnisch, da braucht man jemanden Starkes irgendwie anders. Also das hält auch eine Beziehung einfach gar nicht so aus, so viel unterwegs zu sein, weg zu sein, die Unternehmen zu führen. Also ich glaube, ich würde das einfach ein bisschen besser strukturieren. Das wäre so eins von den Sachen, die ich anders machen würde. Aber dafür bräuchte man ja den Erfahrungsschatz, den man quasi jetzt hat, den man einfach ja nicht hat, wenn man jung ist. Also es gibt viele Sachen, die ich glaube ich anders machen würde. Spannend. Ich würde einfach mehr Wein trinken. Das hilft auch. Das hilft auch sehr. Die ganzen Winzer. Das kann man nachholen. Also so ist es ja nicht. Guck dir die ganzen Winzer an, wie alt die werden. Auch Dienstagmittags. Ja, auch, 10 Jahre Dienstag, oder? Was ist heute für ein Tag? Dienstag. Heute 10 Jahre Dienstag. Was? Ohne mal anstoßen. Aber Prost. Hallo. Mensch. Prost, Prost. Sie ist auch auf dich. Ach so, ja. Prost. Aus dem Off. Wollen wir Max mal auf den Zahn fühlen? Hast du eine Uhr dabei? Oh. Hast du eine Uhr dabei? Ah ja, eine Uhr, ja. Ja. Wir brauchen 30 Sekunden, Dietmar. Boah, wenn ich das schon höre, ne? Max, wir spielen jetzt Wein schnell gekippt. Oh, scheiße. Ja, mach, komm. Das heißt jetzt nicht auf Ex auf, nicht das, was du jetzt gedacht hättest, sondern... Nee. Das spiele ich nicht mit. Ich nenne dir zum Beispiel so etwas wie Rebsorte mit R. Dann würdest du sagen... Riesling. So. Und davon machen wir jetzt in 30 Sekunden ganz viele. Wir gucken mal, wie weit du kommst. Okay. Ja, komm. Du sagst los. Rebsorte mit S. Sauvignon Blanc. Anbauregion mit B. Baden. Winzer mit K. Köhler-Ruprecht. Herkunftsland mit S. Schweiz. Weinpodcast mit I oder V. In Vino Verbi was. Na bitte. Italiener mit B. Was? Italiener mit B. Bianco del Casal. Aroma mit A. Aprikose. Spanische Region mit C. Was? Mit C? Haben wir doch vorhin drüber gesprochen, oder nicht? Stopp. Was wäre es gewesen? Scheiße. Es gibt keine fertigen Antworten. Es gibt da viele Möglichkeiten. Wir sind? Aber dann müssen wir jetzt mal drauf kommen. Was? Spanische Region mit C? Ja. Ich wüsste jetzt gerade keine. Nee, bin ich jetzt kurz raus auf die Schnelle. Wir haben keinen Empfang hier unten gerade, ne? Nee. Ach, ist egal. Aber wir haben es schon mehrfach gespielt. Wir haben schon mehrfach Antworten an der Stelle. Ja. Also. Ja. Da können wir die Sätze weitermachen, überspringen. 7 richtige haben wir. Wir können gerne noch die Liste zu Ende spielen. Franzose mit P.
Franzose mit P, Philippe de Rothschild. Winzer mit D. Winzer mit D, oh, sowas auf die Schnelle, ne? Mhm. Dominique Boulard. Oder 30-Acker zum Beispiel. Spanische Rebsorte mit T. Tintorerisch. Aroma mit Z. Zimt. Rebsorte mit M. Muscaris. Mosellage mit B. Bernkasteler Doktor. Portugiese mit A. Portugiese mit A. Bin ich raus, Portugal, nicht mein Land. So, hast du noch nie zu Ende gespielt. Nee, aber trotzdem gut. Ja, wirklich gut. Wirklich gut. Ja. Ja. Da war das letzte Frage, oder was? Ja. Zwei Sachen. Ja, Spanien, Portugal bin ich raus. Ja, blablabla. Ich bin halt's Maul. Klugscheißer, war keiner. Geh kochen. Nee, so, wir nehmen jetzt alle mal Korken hier. Und zwar, wir haben ja ein paar Korken. Ja. Jeder kriegt einen Korken. Ich bin Tatsache, nur mal ganz kurz dazu, eher mehr auf dem deutschen Markt unterwegs. Und das macht doch nichts. Aber dafür hast du sehr viel französische Namen genannt. Danke. Huch du, Entschuldigung. Ah, einfach in den Kümmel. Achso, du hast schon, ja, sicher. Ja, einer ist für mich. Danke. Stimmt, also, ein bisschen in den Kümmel, okay, und zwar, Kümmel und dann in den Peach. Das ist gut. Bitte? Erst in den Kümmel und dann in den Peach. Genau, richtig. Und in den Ziegenkäse. So. Und zwar, dieses Spiel ist jetzt, das war ich von Wolfgang von der Lippe. Jürgen von der Lippe. Okay, jetzt sagt uns der auch ab, schade. Sehr schön. Jürgen von der Lippe. Wolfgang von der Lippe. Das heißt eigentlich, Willi ist krank, aber wir haben heute gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Wir nennen jeder entweder eine Rebsorte, eine Weinregion oder einen Winzer. Und zwar, wenn ich jetzt sagen würde, Mosel, dann wäre der letzte Buchstabe L. Ich würde zum Beispiel Lemberger sagen. Genau, so. Und dann würde es immer weiter. Dann würdest du zum Beispiel Riesling sagen. Ja. Genau, und so weiter und so fort. Immer der letzte Buchstabe wäre es. Nur, dass wir den Korken, und zwar hochkant. Oh Gott, ich habe hier noch Weinstein dran. Und ich wollte gerade fragen, warum ich so einen kleinen Korken kriege. So. Ja, okay. Hi. Okay. Okay. Was ist meine Größe als da? Scheiße, ich habe einen Elsässer-Korken. Das ist scheiße. Du kannst auch einen Champagner-Korken nehmen, aber das würde ich dir nicht raten. Ja, okay. Ich sabber schon, wir müssen anfangen. Okay. So, für dich extra, pass auf. Will doch. Ah. Sau Palme. Riffeng. Okay, ich könnte mich auch anrecken. Chinesisches. Ja, ja, ja. 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 Mohe. Ah.
Lemberger. Ja. Russland. Russland? Oh, Russland. Russland. Aber ernsthaft, gibt's da? In Russland wird auch einer gebaut, ja. Dreifeckacker. Haben wir schon. Nein. Er wiederholt es immer wieder. Das ist das Einzige, was er kennt. Ich zerbeiß so langsam. Du sollst ja nicht auffressen. Ich hab mein langsam zerbissen schon. Wo kann man aufhören? Das fühlt ja da nicht weh im Maul. Nimmst du zwischendurch raus. Ich finde, das ist ja wie bei Mareike Amado, alle waren Sieger. Russland. Wunderbar, reich bis dahin. Herrlich. Alter, wie kommt denn auf die Scheiße? Also, das ist ja wie mit diesen Spangen, die da. Also. Ja. Oder? Ja, Prost, drauf ein Gläschen. Das ist, wenn man mit Dietmar arbeitet. Das ist im Schauspielunterricht tatsächlich, also im Sprechunterricht, eine Übung, wo man den Korken in den Mund nimmt und dann halt die Muskeln hier trainiert zum besser Sprechen. Tatsächlich. Besser Sprechen. Richtig, ihr macht das gut. So. Ja, ich weiß nicht. Ja, ist halt ein bisschen feucht im Gesicht, aber das macht nichts. Klingt ja schon viel besser. Komm, ein letztes machen wir noch und trinken wir den vierten Wein. Ja. Gibt's noch ein Spiel? Kennt ihr Spiel, ich habe noch nie? Und nee. Dann musst du aber trinken, wenn du es noch hast. Zum Beispiel. Es reicht mir ein Ja oder Nein, aber ihr könnt auch gerne trinken dabei. Okay. Nee, Robin, also die Frage kann ich für dich schon beantworten, glaube ich. Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Stimmt nicht. So. Max, ich habe noch nie im Wettbewerb geschummelt. Habe ich noch nie. Wab, Arsch, glaube ich nicht. Du warst Saufer, trink eine ganze Flasche. Das war die Lüge der Lügen. Wann denn? Nein, wahrscheinlich immer. Natürlich, warum? Das machen wir, wenn das Ding aus ist. Machen wir klar. Gut, wir nehmen es dann mit dem Handy auf. Robin, ich habe noch nie alleine laut vor dem Spiegel gesungen. Doch, habe ich schon, glaube ich. Aber total schräg wie du halt. Hm. Danke, dass du das sagst. Ich habe es nicht gehört, aber... Schön. Ich sag mal die Folge griechischer Wein mit Thomas Bühner. Max, ich habe noch nie etwas geklaut. Natürlich habe ich, genauso wie jeder mal früher. Was denn? So im Supermarkt irgendwie so. Ein Auto. Jeder früher mal ein Auto. Von X-Men. Nein, ich glaube, jeder hat sich schon mal Kleingeld von der Mutti geklaut. Oder ich weiß, glaube ich, im Edeka haben wir mal irgendwas mitgehen lassen, so wie jedes Kind früher. Das ist. Ich habe mal mit 5 meiner Mutter einen Ring geklaut, weil ich mich verloben wollte. So, siehst du. Aber das ist schon süß. Das war wirklich süß. Das ist dann später aufgefallen, weil bei meiner dann Verlobten tauchte ein Ring auf und deren Mutter war sehr irritiert, wo sie diesen teuren Ring hatte. Und hat dann erst gedacht, ihre Tochter hat geklaut, bis irgendwann dann rauskam, dass ich geklaut habe. Das wusste ich überhaupt noch nicht. Ja. Boah, abgründet. Romantisch veranlagt. Robin, ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben. Oh, jetzt bin ich. Also, oh. Aber habe ich das schon mal gemacht? Nö, habe ich noch nicht, würde ich aber, glaube ich. Wem? Harpe Kerkeling. Oh ja. Harpe, ja. Oder Kurt Krömer vor allem richtig, so. Ja. So. Eine ganz beschissene Situation. Das ist eine ganz beschissene Situation. Na, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Max, ich habe noch nie meine Gäste verflucht. Habe ich. Da müssen wir mal irgendwann einen Podcast da gibt's machen. Also wirklich, da gibt es Situationen, wirklich. Es gibt richtige Pisa als Gäste. So. Wisst ihr was, da kommt ihr nochmal zu uns und dann reden wir nur darüber. Ja, bitte. Das wäre geil. Mhm. Gut, wir machen nochmal eine Extra-Folge, das notieren wir uns jetzt, über schlimme Gäste reden. Ja, das wäre geil. Das können wir auch über die Gäste in unserem Podcast können wir auch nochmal reden. Ich wollte nochmal an Frank Buchholz erinnern. Ja. Das klingt jetzt so gemein ihm gegenüber, das war gar nicht so. Nein, er war echt toll. Es war eine total dämliche Situation. Er hatte das Gebiet Rheinhessen genannt. Und wir bestellen unsere Weine immer unabhängig von, wir wissen nie, was der andere von uns beiden mitbringt. Mhm. Und wir haben beide Weine vom Weingut St. Anthony mitgebracht. Und ich meine, Rheinhessen ist riesengroß. Ne? Das kannst alles mitbringen. Und ausgerechnet beide vom gleichen Weingut, wo Frank sofort irgendwie alles aus dem Gesicht wieder sagte, sag mal, stopp hier kurz, werdet ihr von denen aber bezahlt? Und er wurde so bis ganz zum Schluss, wurde er dieses Gefühl nicht los, dass wir vielleicht von einem anderen, dass er es nicht weiß, dass wir woanders her bezahlt werden und er da quasi Staffage für unsere Show ist. Aber es war tatsächlich einfach ein ganz, ganz dummer Zufall.
Kann man ja auch hoffentlich jetzt mal so drinnen lassen, weil ich wusste im Vorfeld, dass ihr das nicht wisst irgendwie. Was, genau. Wo, nein, wir wissen wusstet das nie. Ihr eigentlich unsere Weine? Nein. Nein. Auch, nein, ja, auch, nein, wir ja, wissen ne? das nie. Das ist bei uns immer so, dass wir sagen, blind, also man kann es sagen, natürlich, wenn wir es blind verkosten, wenn man es mal ganz hart nimmt ja. ne, und sagt, was ist das und so weiter und so fort. Aber wir wissen nie, was der jeweilige mitbringt. Ja, ihr seid ja auch mit zwei geschlossenen Kartons hergerattet. Genau, ja. richtig. Und das finden wir eigentlich immer spannend, weil dass wir uns im Vorfeld nicht irgendwas abmachen. Oder ja, so. Fahren die beiden nachher nach Hause und dann, der Wein von den beiden, der war richtig scheiße. War richtig stressig, ja. Wir schicken euch das Video. Scheiß auf großes Gewächs. Vierter Wein? Vierter Wein, würde ich sagen. Was ist das denn ja. schon? Ja. Was ist das? Kommt noch was? Ja, ich dachte, nö. Es kommt nachher noch. So simpel und so einfach ist es bei uns. Ja, ihr müsst keine Angst haben. Ja, ja, da kommt noch was anderes. Ihr müsst keine Angst haben. Wein. Tut nur kurz weh. Du hast gerade, genau. Bitte schön. Ich mir. Weg. Ja. Ich danke dir. Haha, schön. Sag mal, Robin, wie ist es eigentlich bei Madame Tussaud für Wachsfiguren zu kochen? Wie hat es denn geschmeckt? Das sind geile Gäste, die halten einfach die Klappe. Die meckern nicht. Die meckern nicht, essen alles, ne? Ja, das stimmt. Das Essen wird kalt, oder? Das essen die sogar kalt, das stört die nicht. Wie, woher weißt du denn das schon wieder? Ja, ich weiß alles. Mensch, bei dir aus dem Instagram-Account. Ich weiß auch, woher deine Küche ist. Keine Ahnung, aber egal. Das Schlimme ist, ich bin immer unvorbereitet in dieser Sendung. Ich weiß immer von nichts und verstehe seine Fragen nicht mal. Also, wieso kochst du für Madame Tussaud? Nein, wir haben im Madame Tussaud in Berlin mal einen Dinner gekocht. Aber tatsächlich nicht für die Wachsfiguren. Ich glaube, da war gerade. Aber das wäre lustig gewesen. Wie nein, hieß denn die? Joey Weiss wurde da, glaube ich, gerade irgendwie so, neu. Genau. Da war die. Zoe Weiss wurde gerade enthüllt. Und da war die auch live Video da. Gemacht. Und ja. Und das war so ein Weihnachtsding. Ich glaube, 20 Gäste waren das. Mhm. So, die haben ordentlich Geld dafür gelassen, dass sie dort sitzen können zwischen den ganzen Wachsfiguren und Promis. Also, du sitzt dann da und dann guckt dir auf einmal. Johnny Depp über die Schulter, wie der gerade dein ja, Hauptgang aber ist. Aber schon freaky. Definitiv, aber es hat Spaß gemacht. Ne? Also ja natürlich logistisch immer wieder schwierig. Oh ja, das ist immer eine Katastrophe da. Aber das ist doch mal super, wenn du so erzählen kannst. Ich habe mal an einem Abend für Richard Nixon die Beatles, Michael Jackson. Es wäre schön natürlich, wenn du sowas sagst. Ja, aber es wäre natürlich schön, wenn du sowas sagst, bei den Promis, die noch leben würden. Ja. Weil dann kommt es ein bisschen. Gut, Michael Bulli Herwig ist auch da. Ich werde oft verwechselt mit ihm. Ja, habe ich vorhin auch gedacht, als ich gesehen habe. Ja, aber Bulli ist lustig. Oh, na, mal gucken, was sagst du da? So, nächster Wein, ja? So, ich sag mal ganz kurz was. Weil ich war mal so frei und habe in der Eile einfach mal. Der riecht auch schön. Petrolig. Nee, Sponti. Nee, was heißt das? Sponti? Das ist spontan vergoren. Hört einfach zu. Vielleicht kommt es in der Beschreibung euch nahe. In Gelb-Golb der Nacht ein funkelndes Geheimnis wacht. Reife Noten wie ein leiser Tanz, der zart im Dunkeln erwacht. Blütenhonig auf den Lippen süß und zart. Ananas und Passionsfrucht, ein Liebesspiel im sinnlichen Garten wacht. Brotrinde knistert leise wie ein Hauch von Verlangen. Exotisches Potpourri in den Singen gefangen. Eleganter Abgang, ein Kuss, der vergeht. Erfrischender Säurebogen, ein Spiel der Lust, das uns umweht. Die Edeka-Theke rauf und runter, unsere Lippen kosten und probieren, die Lust in unseren Augen, sie soll uns inspirieren. Kein kalter Lappen, kein Reifen, kein eingerittener Sattel, nur die Sehnsucht, die zergeht wie eine Dattel. No. Dietmar, du Poet, wo hast du das denn her? ChatGPT. Komm, war doch gut, oder? Aber geil. Ist eine konkrete Beschreibung für diesen Wein? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja, aber das ist eine geben. Beschreibe mir den Wein poetisch. So ein bisschen, naja, so nach ein bisschen den Vorgaben auch des Weingutes. Ich habe mal kurz meinen Trinkspruch, nur damit der auch noch kommt. Ich habe mich für zwei entschieden, tatsächlich. Lieber Mond, du hast es schwer. Hast allen Grund zur Klage. Du bist nur 12-mal voll im Jahr. Der Thomas ist es alle Tage. Sehr schön. Aber nach diesen, sozusagen, nach dieser Folge würde ich tatsächlich den Trinkspruch auch rufen. Was früher deine Leber war, ist heute eine Minibar. Wunderbar. Warum sind wir denn darauf völlig gekommen, ne? Weiß ich auch nicht. Da werden wir wirklich keine Trinksprüche drauf. Ihr müsst ja in eure Speisekarte aufnehmen. Ja, eine neue Leber ist wie ein neues Leben, ne? Genau. <Ja. lacht> Ach, Dietmar, ich bin unterwegs. Solche Gäste hatten wir noch nie, die schon Trinksprüche vervollständigen können. Wahnsinn. So, Prostchen. Das ist ja Flaschenanzahl abhängig. Ja. Edeka?
Ja. Ist das so ein ganz... Nein, überhaupt nicht. Nein, Edeka ist eigentlich eine Reminiszenz an unsere Weinprinzessin, die heute nicht da ist. Heute ist Assisia da. Normalerweise Sebastian bei uns. Das ist unsere Weinprinzessin, der immer auch seinen Eindruck wiedergibt. Und da kommen halt öfter mal so Sachen wie Fußsohle und eingerittener Sattel vor. Aber der geht immer gefühlt durch die Edeka-Theke und schnüffelt einmal so mal praktisch durch die Gemüseabteilung und erzählt dann einem was vom Pferd, ja, wo wir beide hier mal sitzen und denken so, wow. Legendäre Szene, die allererste Folge, in der Sebastian als Sidekick dabei war, hatten wir Carsten Henn als Gast, der sich ja wirklich in der Weinwelt extrem gut auskennt. Und Carsten macht ja im Jahr einen einzigen Wein selber mit einem Winzer gemeinsam. Und den hat er mitgebracht. Und Sebastian sagte auf seine berlinerische Art, na, das schmeckt ein bisschen wie Wassereis. Ja. Woraufhin Carsten auch, das war damals eine digitale Folge, wirklich einmal intensiv rüberbrüllte, du Arsch. Er hatte es sich hart verdient. Naja. So, Max, erzähl mir was über den Wein. Was soll ich dir sagen? Das Ganze kommt von der Mosel. Richtig. Warte mal. Thomas, dein Gebiet. So, Dr. Hermann ist gemacht von einem Dr. Hermann. Ich weiß leider nicht, worin er den Doktortitel hat. Erdener Prälat ist tatsächlich eine Lage in Erden. Das ist die Stadt dazu. Und wenn du Erden so in Richtung den Weinbergen guckst, dann gibt es da so wie so eine Einbuchtung mit sehr abgerundeten Felsen. Und das ist dann der Prälat. Das ist nochmal so ein bisschen so die Lage in Erden. Neben dem Treppchen zum Beispiel noch. Du sollst mir nicht erzählen, wo der herkommt. Mensch, schmeckt, ist geil. Bitteschön. Spätlese, fruchtsüß. Geht doch. Los, Finde ich übrigens, nee, schmeckt mir. Ja. Das ist richtig. Also Spätlese, Goldkapsel, alte Reben 2022. Und Goldkapsel auch immer sehr schön. Ja. Und Goldkapsel sind ja immer die. Auch einer der Riesling-Winzer schlechthin. Ich muss wirklich sagen, ich war sehr gespannt auf den Prälaten. In letzter Zeit bin ich sehr süßlich unterwegs, wie du merkst, ja. Thomas. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also dieser Wein gefällt mir auch wieder. Überhaupt alle Weine, die wir heute Abend. Schon. Also mittlerweile ist Abend, weil so dunkel ist im Raum. Bei dir sind die Lichter schon aus, ne? Ja, bei mir. muss ich wirklich sagen, sind richtig großartig. Also wir haben vier mega schöne Weine. Der legendäre Prälat ist Christian Hermanns wärmster Weinberg. Die Felsenwände heizen sich zusätzlich zu der enormen Exposition auf und fangen jeden Sonnenstrahl. So steil sind die anscheinend. Mhm. Über 100 Jahre alte wurzelechte Reben. Auch sehr selten wurzelecht, hatten wir vorhin das Thema. Darfst du halt gar nicht mehr anpflanzen. Seit 2006 hat Christian Hermann Prälat und 2021 war das erste Jahr, in dem er keine Auslese hier produzieren konnte. In 2022 gibt es aber wieder eine. Mhm. Zudem gibt es diese Spätlese, sehr lockerbeerige Trauben, goldgelb reif, späte Lese. Das ist wirklich einer, der auch noch ein bisschen länger liegen kann. Also die Trinkreife tatsächlich würde sogar sich süffig ab 2026 ergeben. Und aber trotzdem jetzt schon, wow. Wir lassen sowas liegen, das ist Blödsinn. Nee, weil es besser wird. Ja, weil das Dietmar schon eine Rente, das macht ja auch keinen Sinn. Ist ja egal, in meiner Rente kann ich was trinken. Naja, ne? Ja. Nein, jetzt liegen also Robin, Max und ich, wir setzen uns zusammen. Mhm. Verstehe ich. Und trinken den. Aber ich meine, nicht Ewigkeit. Der muss ja irgendwann getrunken werden, so wie jeder Wein. Das meine ich auch. Muss ja irgendwann weg. Ja, sonst wird es Glücksspiel, ne? Oh, der ist wirklich gut. Ja. Also, natürlich ist es verständlich, immer irgendwas liegen zu lassen für die Reife und vor allem auch für die Spekulation, dass so noch mehr daraus wird. Ich meine, das machen wir ja auch. Wir haben ja auch ein paar Sachen hier unten im Keller, die schon viel an Wert gewonnen haben. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo man sagt, Sauf oder Verkauf. Du musst es nicht 20, 30, es ist Wein, es muss getrunken werden, es ist zum Genießen da und nicht zum Spekulieren eigentlich. Ja. Ich finde das so als rein geschäftsmännischer Sicht gar nicht so schlecht. Ja. Die Rendite bei Wein ist gar nicht so verkehrt. Es ist tatsächlich, kommt auch an, bei welchem Wein, ja. Ja, aber es wird tatsächlich, es ist sehr verrückt. Ne? Also du kannst mit Wein so viel handeln. Ja. Ja. Also das ist Wahnsinn, das ist ja fast schon wie Gold. Mhm. Nein, aber was sagst du, Thomas? Mein Glas ist schon leer, ich brauche nochmal einen Schluck. Ja, sehr gerne. Dietmar, ich bin zufrieden. Zufrieden. Gott, der hat diesen Mann eingeladen. Also beim nächsten Mal machen wir das ohne ihn, ja. Bisschen mal öffentlich, bitte. Immer wenn ich mich lachen höre, klinge ich so ein bisschen wie dieser Hund in diesen Comics, weißt du, der in diesen Lift fährt. Weißt du? Kennst du den? Vom Tex Everett. Weißt du, wer auch so lacht wie du? Horst Seehofer. Nein. Oh Gott, das ist aber kein Kompliment. Ja, das war auch so gemein. Nein, ich bin zufrieden, weil du kennst ja meinen Geschmack.
Ja, darum ist es immer schwierig. Ist doch ganz einfach. Ein bisschen Grundsüße mit drin haben, genau, ein bisschen mit Grundsäure mit drin haben und ich bin happy. Ich finde auch die leichten Bitternoten, die trinken sich darüber sogar weg. Also wäre der nicht so süß, würden die Bitternoten, glaube ich, stören. Aber so ist es für mich alles fein. Ach, das ist ein richtig schöner Schlüpferstürmer. Ne? Ja, ne? Das ist so richtig, ja. Was schüttelst du da schon im Kopf? Nichts, nur so. Das aber der macht bestimmt noch richtig Kopfschmerzen, wenn du davon zwei, drei Bullen gesoffen hast. Nein, überhaupt nicht. Trinken Schluck musst Wasser du ausprobieren. Dazu. Hast du noch ein paar mit? Nee, aber du kannst danach diesen hier, wie heißt der noch? Ja, Ilsenburger. Ilsenburger Brockenhexenflugbenzin. Sag ich doch. Ja. Das ist für mich so ein Kabi, den trinke ich immer, wenn ich essen gehe mit Sommelier-Kollegen, immer zwischendurch nebenbei. Also ist jetzt kein Kabi, aber sowas in die Richtung. Zum Kalibrieren. Immer zwischendurch zum Erfrischen. Geil, weil der wie Wasser weggeht. Der feine Herr, bevor ich Wasser trinke, trinke ich mal Wein. Aber geht der als Reparaturwein? Was? Geht der als Reparaturwein? Funktioniert der dafür? Na klar. Ja? Weg damit. Tschüss. Also, kann ich mal vielleicht sagen können, ich weiß, was wir beim Peach gesagt haben, was die Flasche kostet? Weiß ich, was war das? Bei uns Homepage 98. Ist ein großes Gewächs, darf man nicht vergessen. Kurz eine kleine Schweigeminute. Ja. Aber wir kaufen den für 3 Euro ein, das ist natürlich auch klar. 2,99 netto. Das darfst du jetzt nicht sagen. Also, das war auch ein Spaß. Der Prälat hier, der kostet, ich glaube, summa summarum ungefähr was um die 23 Euro. Also ich finde, das ist, in letzter Zeit stehe ich tatsächlich so ein bisschen auf diese mehr süßliche Richtung. Ist das Papst Benedikt da drauf liegt auf dem das, Bild? Liegt das daran, dass es langsam wieder warm wird und dass es so easy drinking ist und nicht anstrengend? Ich dachte eigentlich, wenn man umso älter, umso trockener. Ich bin ja noch jung. Ja, bist sagst du? 25? Danke. Nein, aber wirklich, das ist so... Dann hat er sich aber schlecht gehalten. Thomas hat in letzter Zeit oft so sehr, sehr extrem säurehaltige, trockene aufgetischt. Weil ich sie mag. Ich auch. Und weil ich es kann. Ich weiß nicht, da fliegen dann irgendwann die Schuhe auseinander, weil man zum Hulk wird. Und das ist dann so, ne? Also wenn die Fingernägel und die Fußnägel länger werden in dem Moment, wenn es trinkt. Aber ich höre es halt sensibel. Ja. Hört man dann ein kleines Mimimi. Das kommt im Alter. Akademie-Mimi. Boah, sagt der Richtige hier. Hast du ein bisschen Kümmelproblem? Also, also wirklich. Da kommt die Peitsche. So, kommen wir mal, wo wir schon dabei sind, doch einfach zu einem nächsten Punkt. Zum Zungenbrecher? Richtig. Ah, der Zungenbrecher. Ja, schön zum Schluss, ne? Richtig. So wie immer, wie sie es gehört. Apropos, dann nehme ich einen Schluck. Wer hat noch? Wer von euch beiden mag als Erster? Robin, ich habe dir einen ganz einfachen mitgebracht. Die Nummer 1. Ach du Scheiße. Das steht da nicht. Was? Wenn die fischenden Floßfahrer aus den Floßflüssen Fische fischen, sind's nicht bloß Floßfische, auch nicht bloß Fische. Es sind Floßflussfische, es sind Flossenfische, es sind Floßflussflossen. Flossenfische. Geil. Ja. Also, in etwa. Super. Das wäre übrigens ein Titel für ein neues Gericht. Ja, klar. Du kriegst einfach Dietmar, glaube ich. Du kriegst einfach Dietmar. Ach so, ich dachte nee. Das da schon. Nee, du kriegst einfach Dietmar. Das wäre sein Wesen. Warum wäre das zu schwer? Nee, das ist für Dietmar. Ach so. Du Arsch. Ja, warte, aber. Harz ab. Der ist für dich. Ist ein bisschen länger, aber macht nichts, das kriegst du hin. Ach so, 10 zahme Ziegenzähren, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Wieso? Zucker ist Bestandteil zum Zootierfutter. Ah, guck an, ach so. Sag mal, wurde überhaupt schon mal ein Tier entdeckt, das gar keinen Zucker mag? Und zwar egal, ob hier oder ganz weit weg. Oder gerade ums Eck in der Uckermark, glaube ich nicht. Zucker ist das, was auch ich im Übermaß seit viel zu vielen Jahren esse. Ich frage mich, kriegen die Ziegen und die anderen Tiere schon zu viel Zucker eigentlich auch Karies? 10 Zentner Zucker zum Zoozern, wieso erledigt das überhaupt die Ziegen? Tja, das wird wohl am allgegenwärtigen Fachkräftemangel liegen. Könnte sein, ich hätte für die 10 Zentner Zucker im Zoo auch noch eine andere Erklärung. Welche denn? Je prekärer die Situation, desto schlechter die Ernährung.
könnte vielleicht mal irgendjemand Dietmar ChatGPT wegnehmen? Nein, das ist Bodo Wartke. Und Schatz. Bodo Wartke, du hast natürlich recht. Ja, Schatz. Ja, ich weiß, das war schlecht. Aber er war auch gut, Schatz, mit seinen. So, jetzt bin ich dran. Dietmar, die Rache für den Enterbender und ähnliches. Ich habe mal dank Carsten Henn für dich 5 Rebsorten. Alter Scheiße. Darf ich noch mal vorher ganz kurz draufschauen? Genau, damit du Spaß hast. Dann kannst du schon mal sagen, wo sie herkommen. Du darfst sie auch gerne aussprechen. Nein. Zeig mal. Ach du Scheiße. Ja. Tatsache, schon getrunken, frag mich aber nicht woher. Ist irgendwo aus. Lass ihn das doch jetzt erstmal sagen. Ich möchte das jetzt hören. Ist aber okay. Griechenland mit dabei. Okay. Ja. Fediaska Niagara. Geil. Honda Rabizuri. Hatten wir letztens in der Weinbegleitung. Xeromakeruda Mavri. Raxitelli. Amor, Naue, Me, Deixes. Oh, ich glaube, der letzte. Vor allem, Herr Robin hier. Peil. Wie heißt das denn? Ich weiß es nicht. Aber du hast das gerade ausgesprochen, als ob du das perfekt kennst. Ach so. Ja. Ja, wie heißt es denn? Vor allem klang der letzte Portugiese eher wie ein Franzose bei dir. Ich bin auch sehr frankophil. Ja. Genau. Aber weißt du, dafür gibt es den hier für dich. Ich habe auch so einen kurzen bekommen. Richtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht mehr mögt, bitte schaltet jetzt 90 Sekunden weiter, weil es kommt ein sehr langer... Irgendwas mit Chippendales. 7 Schneeschipper schippen 7 Schippen Schnee. Ich bin mega entzückt, wenn ich sie Schneeschippen sehe. Sie schippen außer vorm Schuppen, nämlich die ganze Chaussee, so dass alles schön geschippt ist, wenn ich Schrippen holen gehe. Schau, wie schön die Schipper schippen bei meiner Seele. Wie beim Dance-Optedale. Schau, sie schippen parallel nur ganz, ganz wenigen Schneeschipper-Fails. Diese Schipper schippen wie die Chippendales. Sie sind super tight und haben total den Drip. Das müsste man so seine Daubner mal lesen lassen. Die sollte man mal einladen. Und wenn es wieder schneit, wird einfach nochmal geschippt. Und zwar von dieser mega hippen Shipper-Star-Equipe. Ich freue mich sehr über das Schneeschipp-Partnership. Werden wir in der Weihnachtszeit endlich mal wieder komplett eingeschneit, hoffe ich sehr. Die Shipper folgen meiner bescheidenen Bitte und kommen schnipp bei uns vorbei auf Ship-Visite. Dann schaufeln die Shipper vom Schnee die ganze City leer, wie ein Schaufelraddampfer über Mississippi fährt. Und dann wird alles weihnachtlich geschmückt mit hübschem Flair. Dank der 7 Schneeschipper. Yippie, yippie, yay. Danke, Dietmar. Ja, sehr gerne. Super. Schön. Bin ich denn ein Nachrichtensprecher? Nein. Ja, aber hast du ganz gut bewiesen jetzt gerade. Ja. Ich hab den... Was war denn das jetzt? Hast du da eine Kifte, als du das aufgeschrieben hast? Oder so? Nee, das ist Bodo Wartke. Bodo Wartke hat ja in letzter Zeit und ist ja gerade in dem ganzen Social Medias mit seinem... Dachdecker, das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Nachbardach, genau. Aber ist ja gerade mit Videos drin und alle machen Rhabarber. Aber warte, das mit Rhabarber, das hat er uns nachgemacht. Denn die Rhabarber, die macht nämlich eigentlich wer anders und er hat es bloß nachgemacht. Richtig, genau. Und das Ding ist, dass dieses Video, seitdem er das nachgemacht hat, super gemacht, gerade viral geht. Jeder tanzt das nach mit seinen Tänzen. Und er hat halt, ich finde ja, Bodo Wartke ist eigentlich der Nachfolger von Georg Kreisler. Der macht ja auch die Lieder über alle Bundesländer. Das ist großartig. Ne, hier Brandenburg. Ich finde nur, Jaschatz ist, er hat einfach recht. Jaschatz ist geil, ja. Wie war es mal zum Schluss? Du hast natürlich... Nee, zum Schluss Fenster zu. Na dann... Jetzt sieht's. Ja. Hackholz. Ja, genau. Also vielleicht glaube, ist kein Mensch kann uns mehr folgen. Also vielleicht ist ja auch alle, die Bodo Wartke kennen, wissen sofort Bescheid. Dass ihr, wenn das hier bearbeitet wird, dass ihr das Lied mal irgendwie kurz einspielt. Übrigens, Bodo Wartke wäre auch ganz toll. Das ist, glaube ich, genau nicht. Meinst du? Fällt mir gerade mal so ein. Ja. Kommen wir zum Schluss? Ja. Gut. Oh nein. Ja, es hat alles mal ein Ende. Irgendwann ist ja immer vorbei. Wir haben jetzt 2000 Flaschen liegen, also wir können auch irgendwas aufmachen, wenn es länger dauert. Nee, wir müssen... Also mikromäßig wäre jetzt dann bald Schluss, aber... Lars-mäßig noch nicht. Aber das heißt, wir haben nochmal ein Date. Ja. Also, wenn ihr möchtet. Und dann müssen wir ja nicht nur, dann können wir da auch mal, auch wenn es ein Wein-Podcast ist, können wir dann nicht mal unser Lieblingsgetränk mitbringen? Wir können einfach machen, was wir hatten auch schon Bierfolgen, Schnapsfolgen, wir machen jeden Scheiß mit. Ja, ihr wisst, was ich mitbringe. Ja. Für jeden eine Flasche Mitnahmen. Ja. Gut, wir kommen wieder dann mit Übernachtung. Ja. On the long table. Und vielleicht sogar mit Pornstar Martini. Wir werden sehen. Na klar. Nein, ich will einen Espresso Martini. Pornstar ist nur für meine Frau. Ich wollte gerade sagen, deine Frau soll nicht mitkommen. Alles klar.
Gut, wollen wir eine Beschreibung haben? Ja. Hast du eine Idee? Nein. Ich hab eine. Das wusste ich. Robin, du bist ja der Fachmann hier für Wein bei uns in der Runde. Mhm. Könntest du bitte zum Schluss einmal unsere vier Weine abgeben und sie vielleicht in Verbindung bringen mit ganz klassischen Gerichten von deiner wunderbaren Oma Christa? Ach du Scheiße. Ja. Richtig. Wir haben begonnen mit dem Auftakt. Dann würde ich beim Auftakt sagen, der passt zu total bescheuert, oder so mein Handy. Was ist jetzt los? Ich habe sogar keinen Empfang sonst. Zu Schichtkohl. So, wo guckst du mich da an? Pass auf, Schichtkohl, aber da muss Kümmel dabei sein. Oh, klar. Jetzt. Schichtkohl, Kümmel und einfach Kartoffeln. Sogar mit Kümmel. Ja, das gehört da einfach rein. So, okay, warte mal ganz kurz, welchen hatten wir dann? Dann hatten wir hier den... Die Misskunst? Na gut, das hat Max schon gesagt, der passt zu jeglichen von Fisch, Forelle Müllerin Art bei Oma, so ganz simpel. Dann hatten wir da... Den Peach? Nein. Den würde ich einfach genau zu allen dazu trotzdem nochmal trinken, so zwischendurch, immer, den würde ich zu allem trinken. Also den Zwie. Ich würde den... Zwieweh. Das ist ein Zwiepi. Zwiepi. Weiß ich nicht. Ich würde den eher zu einer Kohlroulade oder so geben. Ist lustig, dass ich dich so anglotze. Naja, ich meine, da ist nur Ahnung von. Ich würde das machen. Aber deswegen kriegen wir uns... Ich meine, ja, in meinem Restaurant und so. Aber bei Oma eine Kohlroulade. Ja. So, und... Der Prälat? Den würde ich zu Nudeln mit Tomatensauce saufen. Geil. Das ist ja auch dein Lieblingsessen. Punkt. Nein, weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Dafür gibt es Leute, die es halt können. Also, ne? Ja. Max, was sagst du? Wein. Was soll ich denn sagen? Wozu denn? Zu wann soll ich denn? Es ging gerade um das Thema von Oma Christa. Nee, allgemein ist hier die. Max trinkt ihn ja als Reparationswein zwischendurch. Kalibrierungskali. Schöne Auswahl. Also wirklich, ne? Also, schöner Sauvignon Gris. Mega. Hat natürlich so einen kleinen Touch Frankreich gehabt, ne, vom Geschmack her, weil man den halt eben eher von da kennt. Aber spannend, habe ich selber selten pur getrunken. Und wenn, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, nach irgendwelchen Messen. Missgunst ist halt eben so ein Nischending, ne, aus der Saale. Komm aus dem Punkt. Auf den Punkt. Du hast gerade zu viel labert, Menschenskinder. Aber kommt aus dem Punkt. Du willst nur schon wieder rauchen. Ich möchte nicht rauchen. Die Zuschauer und Zuhörer, die haben keinen Bock mehr. Das reicht jetzt. Was sagt der Herr aus dem Off? Siehste, passt noch. Alles. Er hat noch ein Terabyte über. So. Okay. Peachwein ist halt eben Classical, ne? Also ein ganz klassischer. Und der Erbener Prälat ist halt eben auch ein Strahlemann von der Mosel als Spätlese. Ne? Also nichts, was hier irgendwie minderwertig ist oder was kleiner erscheint als alles andere. Ne? Selbst wenn wir große Gewächse gegenüber anderen Winzern aus der Saale Unstrut setzen, ist halt alles... Steht alles nebeneinander und alles ist... Würden unsere Weine bei euch im Weinkeller einen Platz finden? Definitiv. Mega. Ohne zu zögern. Mega. Ohne zu zögern. Das ist doch hier wirklich ein Wort auch, ne? Da können wir ja doch was nach 58 folgen. Richtig. Nämlich gut einkaufen. Ja. vielen Dank für dieses wunderbare Brett, das wir hier bei euch bekommen haben. Vielen Dank für eure ganz, ganz gerne, herzliche, gerne. Liebe Gastfreundschaft. Wir hatten noch nie so viel Alkoholspaß an einem Nachmittag wie mit euch, glaube ich. Oh, das sagt er wahrscheinlich auch immer. Nein, manchmal ist es so anderer Spaß, nein, aber nein, in der Form, ihr seid ausgelassene Fröhlichkeit, das haben wir selten. Ihr seid wahnsinnig dufte Typen, ihr seid einfach so, wie ihr seid. Also herzlich und absolut authentisch. Und wir sind ja immer gespannt, wer uns gegenüber sitzt und wie wir zueinander finden. Das ist ja immer so ein Spiel im Grunde genommen. Ja. Ne? Sind wir mit unseren Dingen, die wir uns dann so zuwerfen, kommen wir da zueinander. Und das war von der ersten Sekunde an bei euch sowas von unheimlich toll und homogen. Und das hat nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern das ist einfach, ihr seid einfach mega tolle Menschen. Wir haben auch das erste Glas erst getrunken, als hier Podcast anfing. Richtig. Ne? Richtig. Das geben wir aber natürlich erstmal zurück. Ihr seid auch sehr gut vorbereitet gewesen. Also mehr als sehr gut. Also bevor ihr das loswerdet, weil das kommt gleich für euch. Also wir kommen wieder oder wir treffen uns in Hamburg, wie auch immer ihr das wollt. Aber wir machen einfach nochmal eine zweite Runde. Das wird ganz anderen Getränken. Das wäre mega. Und Übernachtung. Alles allem drum und dran, auf jeden Fall, das wäre sehr, sehr mega. Und bei uns ist es Brauch. Ja. Im Grunde genommen, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Das heißt, in dem Sinne, wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörern. Tschüss, bis bald, kommentiert, folgt, hört, Insta, Facebook,
alles, YouTube, was TikTok, ihr findet, was von auch uns. Bei Tinder. Genau, und folgt, Tinder. Folgt unseren Gästen und fahrt nach Wernigerode. Borsi 1948 bei Tinder, genau. Mensch. Swipe nach links. Leder Thomas, 77. Oh ja. Peitsche immer im Schlepptau. Das sollte doch niemand wissen. Oh, okay. Thomas. Also, das so, letzte Wort ist Max, für dein euch. Letztes Wort. Ich würde tatsächlich einfach das letzte Wort ganz gerne dem Gastgeber da lassen. Ja, warum? Ich bin hier kein Gastgeber. Du holst den mein Keller Chef. Gleich wieder auf, wenn ich abhaue. Er sollte eh noch nach dir, insofern sag ruhig. Ach so, okay. Wollen wir nicht einen zusammen sagen? Wir müssten jetzt das letzte hinbekommen von Herrn Bodo Wodka. Und dann, ja, dann hab ich halt Holz. Oh, ich komme leider nicht mehr drauf. Das singe ich na, immer. Na, hack ich halt Holz. Ja, was sagt er denn? Weiß ich auch nicht, ist also egal. Am Ende ist es ja völlig egal. Danke für die Einladung. Mega toll, dass ihr hier wart. Dass wir uns nochmal sehen, hoffentlich. Ne? Ich meine, das hören ja, wie viele Leute hören das? Ja, 24 Millionen, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, ne? Ein Monat für Wernigerode. Ja, das sind 26 Millionen. Stimmt. Nee, also wirklich schön, wenn wir uns nochmal sehen würden. Es hat mega Spaß gemacht. Und geile Weine, wie gesagt. Aber eigentlich ist schon alles gesagt. Hast du gerade gegeben? Du hast der hat schon wieder gelogen. Ich kenne den. Warum? Du bist so ein Schleimarsch. Warum? Ja, nein, wirklich. Ich schließe mich Max an. Vielen, vielen Dank, dass wir das machen durften. Du Schleimarsch. und ich hoffe, allen Zuhörenden da draußen, es hat Spaß gemacht. Und ich würde jetzt sagen, von der Mitte zur Titte, zum Sack. Zack, zack, zack. Da war er doch.